Man hört nicht so viel. Jetzt ist es jetzt besser sein. Ich hoffe, wir bekommen eine Nachricht von der Regie, dass man alles gut hört. Hier von uns aus dem Stadion. Der FC Basel also über die rechte Seite und die ganze Geschichte läuft hoffentlich nicht so schlecht für den FC Basel, dass wir hier ohne Überzeit durchkommen können. Nochmal der FCB über die rechte Seite mit dem Oberlin, der spielt auf der Michael Lang, der wird dann aber abblockt. Am Schluss gibt es einen Einwurf für den FC Luzern aus der eigenen Platzhälfte. Ja, die Luzerner, richtig lustlos haben die gewirkt in der zweiten Hälfte daheim im eigenen Stadion. Der Markus Babbel am Schluss noch mit vierten Offiziellen noch von Scherzen, wo der FC Basel schon mit 3-1 vorne war. Und es war auch ein bisschen spannend gewesen, dass der Raphael Wicki dort den Sieg eingewechselt hat. Beim FC Basel, der Oberlin, der reingekommen ist, hat ein Goal geschossen. Auch der Cedric Itten hat getroffen und eben zweimal der Michael Lang. Zuerst macht er das 1-0 gegen Manchester United, dann ein zwischenzeitliches 1-1 und dann das 4-1. Und beide mit seinem schwachen linken Fuß. Also der hat momentan einen richtigen Lauf, der Michael Lang, der Außenverteidigung vom FC Basel. Weißt du, was ich sitze auf meine Händchen, das Stuhl ist so kalt. Deckeli haben wir gar keins geholt. Gibt es schon Deckeli? Ja, es ist eine Deckeli-Zeit. Nein, so Jakob ist jetzt noch nicht. Jo. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Mit seiner roten Retrojacke. Ja. Die hat er auch dabei gehabt zu Luzern. Ja, die hat er immer dabei, seit 1972. Ja. Gegen Bümplitz schon dabei gehabt, hier im Jockeli. Noch im alten Jockeli. 7-1 gegen Luzern. Da bin ich dort hingeguckt. Jetzt sind wir am Ecke von der Kurve, weil die Mutter immer gesagt hat, geh aber nicht in die ganze Mutterkurve. Weißt du, jetzt ist es gefährlich. Hat sie Angst gehabt? Ich so als kleiner Knopf, so 13-jährig, mit dem Tremli selber angereist. Eine Weltreis von Rodersdorf, kannst du dir vorstellen? Ist ja herzig. 3,5 Minuten sind gespielt, immer noch 0-0. Es passiert nichts, wenn wir über die alten Zeiten von alten, schönen Pascal Fluri reden, im Ecke von der Mutterkurve und wenn er allein von Hölsten Rodersdorf Richtung Basel gefahren ist. Also, es passiert nichts im Moment, außer dass der FCB jetzt doch zu einem Niveau kommt. 18 Meter vor der Grundlinie weg. Michael Lang via Taulands Chanka, Doppelpass. Und dann stolpert der Chanka aber und der Ball landet wieder in der Reihe von den Luzerner. Ja, Luzern läuft gar nicht so in der Saison. Nein. Das ist so richtig Feuer im Dach. Eine Halbfinalqualifikation könnte ich jetzt gerade noch eine Art ein bisschen retten, aber in der Meisterschaft, gell? Rote Laterne. Der Jakob hat ja gemeint, der Babbel würde heute hierher kommen. Er hat eher mit dem Rahmenpattern gerechnet als Trainer. Achtung, Oberlin übernimmt einen abgelenkten Schuss und dann gibt es wieder einen Eckball für den FC Basel. Auch Oberlin ist heute sehr abschlussfreudig, das freut mich besonders. Weil man muss auch mal aus der Distanz sich ein Herz fassen. Absolut. Hat macht den Ball abgelenkt und darum jetzt also der erste, nein, der zweite bereits. Ja, schon der zweite in dem Corner. Spiel, der zweite Corner für den FC Basel. Vor der Muttenzukurve in der fünften Minute beim Stand von 0-0. Eine Riesenchance hat der FCB gerade unter Oberlin. Den Ball von der Jonas Omlin im Golf vom FC Luzern. Jetzt der Eckball von Luca Zuffi ins Zentrum. Ein Luzerner Köpfchen zurück. Der Luca Zuffi kriegt den Ball gerade nochmal kommt zu einem zweiten Versuch. Schön. Kommt mal ins Zentrum, aber nicht auf den Kopf von einem Basler. Darum der FC Luzern wieder in Ballbesitz. Mit dem Pascal Schöpf, auch einer mit FCB-Vergangenheit beim FC Luzern. Der Derek Kudesa auf der Ersatzbank, auch er kennt ja der FC Basel recht gut. Er hat ja hier auch gespielt beim FC Basel und jetzt hat Eder Balanta mit einem neuen Spielaufbau hinter Toren über Iveros und El Yunusi geht es über die linke Seite. Dann bleiben sie hängen. Es gibt einen Einwurf für den FC Basel an der Mittellinie. Heute hat man doch den einen oder anderen ein bisschen schonen. Ne? Schonen, das heisst geschont. Ja, geschont. Ja. Oder es ist Gegenwart, man schont den einen oder anderen. Aber das heisst sicher nicht, man es hat den einen oder es ist kein Passivsatz. Ja, es ist kein Passivsatz. Thomas Schwatzlik, Steffen und Suchi alle auf der Ersatzbank. Also wären noch da, wenn wir jetzt reagieren. Ich hätte ja gedacht, er bringt mal den David Egalá von Anfang an. Oder der Dominik Schmidt, beide auch auf der Ersatzbank beim Raphael Wicki. Da merkt man, der Trainer vom FC Basel macht da nicht die grossen Experimente. Ein bisschen hat man etwas verändert, aber die Spieler können alle Fußball spielen und darum ist das sicherlich nicht irgendwie ein B-Team oder FC Basel aufstellt gegen den Superligist, gegen den FC Luzern. Bist du auf dem Weihnachtsmarkt? Nein. Wieso nicht? Ich tue das ein bisschen meiden, so Weihnachtsmarkt. Nein, das finde ich nicht so toll.
Weiß auch nicht, ich bin nicht so der Glühwein trinken, sonst würde ich selber schon mehr gehen. Nein, dann kostet du noch die Stände, die alle das Gleiche kannst du kaufen. Am Schluss kaufst du irgendwie. Ich bin eben meistens im Hütli, im Weihnachtshütli. Ja, aber kannst du etwas kaufen am Stand? Nein, aber im Hütli fährt das Zügel oben durch und es ist ja lässig. Schöne Rösti oder Spätzle oder was immer. Und dann, zu viel Glühwein ist mir dann auch zu. Also wenn ich dann zwei Glühwein habe, nehme ich gerne mal ein Wasser dazwischen. Ein Wasser dazwischen. Oder was auch immer. Jana Jeti übernimmt auf der rechten Seite, bleibt hängen, erobert den Ball aber wieder schön zurück. Dann am Schluss kann der FC Luzern sich befreien, aber das Ganze nur bis zum Luca Zuffi. Tauland Schakka übernimmt auf der rechten Seite, spielt dann aber wieder hinten durch. Über den Manuel Akanji. Nein, Weihnachtsmatch, da kannst du mir jetzt, da machen sie nicht viel Gewinn mit mir. Nehmen wir jetzt gerade so sagen. Okay. Ui, jetzt ein Fehlpass vom Eder Balanta. Ja, das ist ja toll, du gehst doppelt und ich gehe nicht, dann gleicht es sich voll aus. Also, wir sind voll also zusammen Durchschnitt. Sind wir im Durchschnitt. Voll. Ja, das absolut. Ist ja lässig. Das sind so richtig durchschnittliche Weihnachtsmärkte, du und ich. Ja, gut, also. Ja, was? 7,5 Minuten gespielt, was? In der Schule haben wir vorhin auch so Weihnachtsmärkte, aber habe ich auch nicht so toll gefunden. Herrlich. Jetzt machen wir Ostermärkte, das ist auch noch glatt. Ja, das ist jetzt, also dann machst du lieber Weihnachtsmarkt. Achtung, trifft den Luzern im Angriff ab. Aber der Balanta hat da super aufgepasst und dann kann er den Ball übernehmen im Doppelpass mit dem Alexander Franz. Und spielt dann den Ball auf die linke Seite raus zum Blas Riveros. Ein Haken und da ist der Gegner vorbei. Das geht ja husch einfach, aber dann bleibt er am zweiten Hängen. Schön, ich sehe, der Chaka dazwischen geht. Ballbesitz, aber dann kommt eben der Chaka dazwischen und dann geht es via Oberlin und Franzson richtig 16er auf die linke Seite geht. Der Ball zum Elianussi, der jetzt an der 16er Grenze verdrippelt sich, hat zwei gegen sich und kann sich nicht durchsetzen. 8 Minuten gespielt, der FC Basel in Ballbesitz, der Raphael Wicki an der Seitenlinie, der wild am gestikulieren. Während der Markus Babbel im Häuschen höckelt, sehr wahrscheinlich beim Heizkörper oder so. Ja. Im Möfeli. Meinst du, Raphael Wicki hat so Taschenwärmer, weil er die Hände so in der Säcke hat? Nein, weißt du, die wo kannst du so knicken. Hat. Die hat es nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Hat es so mit so Kohle gegeben, die du da unten hast. Ja. Nein, das hat er nicht. Hat er nicht. Bin ich fast sicher. Ich bin. Hey, Susi, hey, hast du so? Oh, einen schönen Lager. Nein, habe ich auch nicht. Komm, zeig. Ich habe keine Händchen. Der Stuhl ist schon kalt. Das muss ich zugeben. Wie? Der Stuhl ist schon kalt. Ist gut. Ja, genug Bolstos. Ja, du hast auch wieder da in die Innenbiege. Ja, aber heute war nicht so deliziös. Ja, das musst du auch nicht auf dem Schimmer da. 9 Minuten sind Moment. Gespielt, immer noch 0-0 zwischen dem FCB und dem FC Luzern in dem Göpp-Viertelfinal. Flankenball vom FC Luzern, schön abgelaufen vom Michael Lang, heimgelassen. Und darum gibt es Abstoß beim Mirko Salvi, dem Goalie, den man von Lugano zurückgeholt hat zum FC Basel, nachdem man ihn ausgelehnt hat. Der heute im Göpp mal spielen darf. Thomas Schwarzlig also nur auf der Ersatzbank. Und der Petretta ist auch noch auf der Bank. Der habe ich vorher noch nicht erwähnt. Und der Cedric Gitten, der kommt sicher wieder rein und macht noch ein Goal. Heute ist mir etwas passiert, als ich hier gefahren bin. Ja. Aus dem Wallis, muss ich festhalten. Oh, du bist in der Bergsonne gesehen. Ja, herrlich. Am Morgen die Sonne geschonen, wunderbar. Und dann habe ich auf der Autobahn, auf dem Weg vom Wallis da an, habe ich auf der Autobahn. Ja, normal gehe ich immer mit dem Zug, aber heute habe ich. Achtung, ein Winterball auf der Lange, aber er kommt nicht mehr an, es gibt Eckball. Heute habe ich ja. Ist das Autodach habe ich gespürt, ich habe es gespürt. Ich unterbreche die immer, gell? Ist das Autodach geflickt jetzt? Ja, alles gut. Ja, und ich habe irgendwie gespürt, dass die Basler Bahn auf SBB lahmgelegt wird, unmittelbar vor dem Match. Ja. Dann habe ich gedacht, du gehst mit dem Auto. Das ist ein bisschen vorausplanen. Das Gefühl muss ich eben einmal haben. Dann bin ich mit dem Auto, bin ich hier Bern, also bin ich hier Richtung Kanton Bern gefahren, eben von Kantersteg angefahren. Ganz durch, ja. Oh, Eckball, jetzt unterbricht ich noch kurz. Eckball für den Luca Zuffi. Geschichte. Der Ball kommt auf den 5er, der Prellball. Und am Schluss nochmal Eckball für den FC Basel. Ja, jetzt bist du gefahren. Nein, jetzt kannst du gerade durchziehen. Jetzt regt es mich auf. Jetzt will ich nicht mehr. Nochmal Eckball für den FC Basel. Schon der 4. Wir sind in der 11. Spielminute immer noch 0-0 zwischen den Rot-Blauen und den Innerschweizer. Luca Zuffi jetzt mit der kurzen Variante auf der ersten Pfosten. Ball abwärts, landet dann beim Franz und dann nochmal aus auf den Luca Zuffi. Flankenball direkt in die Mitte. Dort aber nur Innerschweizer, der kann erklären. Am Schluss ist der Eder Balanta,
der hinten durch spielt auf der Riveros. Darf ich jetzt? Ja, jetzt darfst du. Entschuldigung, ja, wenn es ein Goal gibt. Und all, weißt du, dann gibt es ein Goal und alle sagen, ja, der andere erzählt nein, sich die Autogeschichte. Nein, das ist sowieso klar. Wenn, ja, du, wenn du spürst ja das. Du hast ja schon gespürt, dass der erste Lahm gelegt wird. Ui. Selbstverständlich. Jetzt ein Foul. Lustenberger. Am Oberlin. Ich kann es nicht durchchecken, was es ist. Ja, ich bin immer noch bei meinen Büsten. Nein, um die ist nicht gegangen. Achte jetzt aber schnell Freistoß, weil wenn etwas ist, ja, dann wird er Freistoß aus der Mitte von der Platzhälfte. Luca Zuffi bringt den Ball auf den Penalty-Punkt, aber der Jonas Omin kommt raus und hat kein Problem, den Ball unter Kontrolle zu bringen. 12 Minuten gespielt, 0-0 und eigentlich, was ich ja wollte. Also du aufhängen hast gesehen, du hast etwas Lustiges gesehen. Nein, das Lustige war, ich habe beide Mannschaftsbus von der Berner Verein gesehen, innerhalb von 10 Minuten. Oh, okay. Zuerst der FC Thun auf dem Weg nach Zürich am Göttmatsch. Da waren auch die Spieler drin gesehen, ja. Und dann noch der IB-Bus. Der ist richtig Basel gefahren, was auch immer der Position hatte. Weil die spielen ja morgen daheim. Die spielen daheim gegen St. Gallen. Aber Thun spielt heute in Zürich und die haben ja gesehen. Und die sind jetzt richtig zufrieden, weil die vierer haben 1-0. Ja, natürlich. Ja, nicht schlecht. Die sind sehr zufrieden. Ja, das ist vielleicht, weil ich sie überholt habe. Hat ja, hast du geguckt und gewunken? Nein. Stell so dann nicht. Ja. Nein, aber es war jetzt noch lustig gewesen. Willst du erzählen, was jetzt mit dem Dach war? Es war so ein kleines Stäbchen, das nicht mehr gut war. Wir sind einmal heimgefahren, das müssen wir die Leute dann wissen, die Vorgeschichte von Lugano Retour. Und wir teilen uns ja dann eine Fahrt, wenn es so weit ist, damit wir dann nicht gefährlich werden, dass der eine irgendwie plötzlich nicht so konzentriert ist. Darum haben wir das abgewechselt. Ja. Ich bin nach dem Gotthard und du dann den Rest in deinem Auto. Und dann plötzlich pieps, gell? Das Dach irgendwie, das nicht ganz geschlossen hat. Es war nicht zu, aber es hat einfach gepiepst. Ja, es war kaputt gewesen. Ist es so ein Peanut gewesen, oder? Hoffentlich. Ja, ist es ein bisschen grösser gewesen? Es ist nicht so groß gewesen, wie ich zuerst befürchtet habe. Ah ja, immerhin. Also, sie haben nicht irgendwie alles müssen ausbauen und richten. Und Achtung, jetzt ein Ball in 16 oder Franz. Oh, mit dem Lapp! 14 Minuten, es ist wieder von Michael Lach. Das ist Kappeloni nochmal unglaublich. Das gibt es ja nicht. Der hat einen Lauf, das ist ja unglaublich jetzt. Michael Lang. Flaggenball in die Mitte und am weiten Pfosten. Hat er schon geschaut, hat er gedacht, was passiert jetzt? Und dann, wie ein Mittelstürmer. Inner ist schön in langen Ecken. Verlängert worden von Franz. Und das ist ganz allein. Der zehnte Mannschaft, der schlecht aussehen. Ist Rivera so Franz? Ja, und dann Franz, der verlängert. Und dann der Michael Lang. Schau, er muss selber ein bisschen lachen. Der gefährlichste Stürmer beim FCB ist der rechte Aussenbill. Sensationell. Kämpft von uns oben, der Michael Lang. Macht 1-0 für den FC Basel in der 14. Spielminute. Damit wäre der Cup-Viertelfinal so richtig lossiert. Ja, auch gelaufen. Jetzt lehnt er sich schon aus dem Fenster. Das hatten wir auch so. Ja, ist gut. Höckli dahinter ist gut. Das ist Wahnsinn. Nein, das ist ja Wahnsinn. Michael Lang. Der hat in den letzten drei Spielen immer das erste Goal gemacht von der FC Basel. Gegen ManU, gegen Luzern auswärts, jetzt gegen Luzern daheim. Das ist unglaublich. Michael Lang. 14. Sensationell. Basel. 15 Minuten gespielt, 1-0 für den FC Basel. Der Michael Lang, der Captain folgt zu oben. Das will sowohl der Suchi wie auch andere Spieler auf der Ersatzbank sitzen. Flanke vom Riveros und dann ist er hinten am langen Pfosten, der Michael Lang, und netzt ein zum 1-0. Und eben beim FC Luzern ist man natürlich gespannt. Oh, schau jetzt, El Yunusi übernimmt schon wieder, lossiert den Franzson in der Mitte, wäre der Oberlin. Der Franzson kommt aber nicht ganz am Ball an. Es gibt einen Einwurf, etwa 2 Meter vom Eckfähnchen entfernt für den FC Basel. Franzson überlässt am Riveros, ein Flankengeber zum 1-0. Und der schaut jetzt, wer auch kann bedienen mit seinem Einwurf dort auf dem linken Korridor. Xhaka kommt sich anbieten, dann können wir hinten durchspielen. Jawohl, macht das dann auch. Thailand Xhaka übernimmt, spielt auf den Luca Zuffi, der mit dem Rücken zum Goal geht noch mal ein bisschen kehren und spielt dann über auf den El Yunusi und dann können sie über den Torschütz gehen, über den mit dem Fünfi. Der Michael Lang ist unglaublich, oder? Weißt du, wenn man jetzt die ersten 16 Minuten bilanziert, dann muss man sagen, ist der Match aber so etwas verlaufen. Also, ich darf das natürlich nicht so sagen, das ist mir schon klar. Aber da spielt jetzt nur. Sind die anderen schon einmal über die Mittellinie gekommen? Ja, das schon, aber. Nein. Doch, über die Mittellinie sind sie schon mal gekommen. Aber nicht wirklich gefährlich. Aber nicht im eigenen Ballbesitz. Das ist schon so.
Wenn der Ball einer an der Mittellinie war, ist er im Sitz vom FC. Ja, ja, dann haben sie ihn einfach mit hoch vorher geschlagen. Mit dem Ball am Fuß ist der Ball noch nie einer an der Mittellinie gewesen. Das ist unglaublich. Über 16. Eckball nochmal für den FC Basel, diesmal von der linken Seite an mit dem Luca Zuffi. Wir sind in der 17. Minute. Oh, jetzt haben sie die kurze Variante machen, aber im letzten Moment nochmal abgebrochen. Dann kommt der Ball richtig Penalty-Punkt, also sogar auf die lange Variante haben sie über Michael Lang machen. So wie früher auf der Matthäus. Weißt du, so ein Strafumgrenz und dann ja. Direktabnahme. Ja, ja, ja. Hat doch mal einen ganz schönen gemacht, ja. Lothar. Siehst du jetzt, so ist der Ball. Ja, ja, so ist er über die Mittellinie, aber nie mit den Gälen. Ja, ja, das zählt nicht. Das ist klar. Ballanta mit Ball. Nein, ja, schon 1-0. Das läuft wunderbar. Ja, schon 1-0. Und gar noch verhältnis. Es ist, glaube ich, 5-0. Nach einer Viertelstunde. Oh, schau, der Oberlin wäre schon parat gewesen. Hat ihn aber nicht gesehen, der Eder Ballanta hat darum hinten durchgespielt. Auf den Luca Zuffi, dann wieder Ballanta, Rivera, das Doppelbästchen. Dann kommt der Aussenläufer durch, aber der letzte Luzerner kann dann vom Ball trennen. Das ist natürlich auch krass für die Innerschweizer, oder? Du bekommst daheim 1-4, einen am Pinsel, dann musst du auf Basel fahren und hast in der ersten Viertelstunde keinen einzigen Ball, der richtig über die Mittellinie kannst tragen kannst. Und dann macht der Lang schon wieder ein Goal. Dann bist du schon wieder hinten. Ja, schon und wieder du hinten. Spürst richtig, dass du einfach nicht der Hauch von der geringsten Chance hast. Weil die Kräfte verhalten, das sind schon ganz klar. Ich würde jetzt duschen und im Bus sitzen. Weisses Fähnchen aufs Feld und tschüss zusammen. Los, Schiri, vergiss es, wir haben eh keine Chance. Schiri, komm, wir lassen es. Ja. Okay, aber das machen wir nicht. Wir führen uns da noch ein bisschen einen an, spielt keine Rolle. Dafür sind wir nachher im Halbfinale und das ist doch auch etwas. Das ist auch schön. Das ist sehr schön. Ja. Befreiung wieder und dann kommt der Ball Richtung Mittellinie und dort aber geht der Gott wieder verloren, sodass auch an dieser Situation nicht ändert. Luzern noch nie mit dem Ball am Fuß in der FCB-Platzhälfte gewesen, weil der Ball ist zwar ziemlich mit dem Basler Platzhälfte im Moment, aber mit Ballanta, Chaka, Zuffi und jetzt Riveros. Jetzt das erste Mal, schau mal an, Luzern im Ball, jetzt haben wir Ballverlust an der Mittellinie. Hä? Auf der linken Seite spielen sie sich durch, dann werden sie bedrängt und bleiben hängen. Nein, dann ist es dann doch der Schürf, was hier schafft im gegnerischen Strafraum. Hoffen machen und den Ball aufs Goal zu bringen. Und dann im zweiten Versuch 3 Meter über das Goal. Aber der erste Abschluss vom Schürf ist gar nicht so schlecht. Ja, nicht schlecht aussehen. Gar nicht so schlecht. Bist du auch mal nachschauen, wenn das Halbfinale wäre? Ich weiß, Februar, Ende Februar, März. Ja. Ja. Ende Februar, Anfang März. Und der Halbfinale ist am letzten Sonntag 27. Mai provisorisch aber auf dem offiziellen Schweizerischen Fußballverband Homepage. Jetzt der FC Basel mit dem Franz einen grossen Schritt, aber der Ball ein bisschen zu weit vorgelegt und der FC Luzern probiert zu kontern. Schaffen das aber nicht so schnell, dass der FC Basel nicht könnte zurückstaffeln. Machen das gut, die Rot-Blau, dann geht es über den Schürf, über die linke Seite, über geht es dann am Vollonier, dann mit dem Flankenball mit die 8 und dort, am weiter Pfosten ist eine Lei. Aber der FC Basel kann dann gemeinsam klären. Und dann der FCB mit der Kontomöglichkeit. Ajeti spielt auf der Oberlin, der bremst das Ganze ein bisschen ab, zieht dann in die Mitte, der Franz hat Männer dabei. Jawohl, bekommt den Ball an der Strafraumgrenze, legt nochmal schön ab auf der Ajeti, der schießt dann mit seinem linken Fuß. Bleibt aber hängen an der Innerschweizer Verteidigung. Und dann wieder ein Fehlzuspiel von der Luzern und der eigenen Platzhälfte. Fast hat der Oberlin mit dem Franz zusammen können profitieren. Da merkst du auch, hinten innen sind die definitiv nicht sattelfest. Aber der vordere Angriff ist gut aussehen beim Schürpf mit seinem Hocken. Und dann nachher auch noch der Schuss aus der Distanz vom FC Luzern. Christian Schneuli ist, glaube ich, gesehen, wenn es mir recht ist, wo der dann abgezogen hat. Also eigentlich schon jetzt ein kleines Lebenszeichen gesendet dort in der Schweizer. Ja, sie sind jetzt allgemein. Auch jetzt wieder der Follonier mit dem Ball in 16er und nachher den Abschluss versucht. Dort ist aber der Lang auf der Hut, kann abwehren, aber Follonier wieder am Ball. Ganz auf der linken Seite versucht er Lang zu vorbeizukommen. Der Lang halt in seiner Position als Außenverteidiger macht er seinen Job eben auch noch richtig. Nicht nur vorne. Der Lang hat einen Riesenlauf im Moment. Ja. Und es kommt zum Einwurf von der FC Luzern durch Pascal Schürp von der linken Seite, 3 Meter vor der Grundlinie, weg direkt vor seinen eigenen Fans. Am Ball jetzt der Schürpf und dann vertrippelt er sich aber unter Lang, kann via Oberlin sich freispielen. Der Ball landet aber wieder beim Follonier-Bild raus zum Schürpf. Also Luzern bereits wieder im Ball, sitzt wieder im Angriff und dann ein Ball ins Zentrum.
Und der FC Luzern jetzt mit einem Abschlussversuch von Juric, Tom Juric, der sich durchtrippelt und den Ball zurücklegt, dann kommt in die Mitte der Chaka, aber mit dem Kopfball auf den Franzen. Dann verliert der Ball aber wieder und dann der Schürpf an der 16er Grenze. Oh! Ein abgelenkter Ball und das Goal gibt es gar nicht. Der Schürpf schießt, ich glaube, es ist der Lang, der ablenkt, wenn es mir recht ist. Wir werden das gerade noch einmal verifizieren. Und keine Abwehrchance für den Salli, der steht ein bisschen zu weit vorne, aber dann kommt er ganz vorne, blöd. Aber ganz blöd lenkt der Ball vom Schürpf ab. Höhe und senkt sich hinter dem Salvi unhaltbar, dort wo der Salvi steht, unhaltbar in die Masche zum Ausgleich. So schnell das Goal. Ja, in der 21. Heieiei, das ist ganz blöd rein. So weit vorne steht er gar nicht. Nein. Aber der Lang, Lang an die rechte Wade und dann steigt er hoch und genauso schnell dann wieder runter. Sogar die 22. gesehen. Das gibt's ja gar nicht. Heieiei. Aus dem Nichts. Wobei, meine Ernstin, sie sind in den letzten paar Sekunden, Minuten ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Dann der FC Basel ungenügend abgewehrt, dann verliert der Franzson den Ball, dann wird er abgerollt vom Zuffi, dann schießt der Schürpf und dann eben abgelenkt vom Michael Lang, unhaltbar für den Mirko Salvi. Der hat sich noch gestreckt, wie er wollte, aber dann hat es eben doch nicht geklappt mit der Parade. So steht es nach 22 Minuten. Basel 1, Luzern 1 und wir können wieder von vorne anfangen. Das heisst, der FC Basel soll bitte wieder vorlegen, nachdem der FC Luzern da ein bisschen glücklich zu dem ersten Goal gekommen ist und auch entgegen vom Spielverlauf, weil der FC Basel die Sache ganz klar in der Hand gehabt und auch dominiert hat. Aber eben, that's Football. Mille Serjowski, that's Football. Nein, aber sie sind schon ein bisschen besser ins Spiel gekommen, die letzten 5 Minuten. Man hat ein bisschen zu viel Platz gelohnt, man ist ein bisschen nonchalant gewesen. Der Ballverlust von Franzson, dann der abblockte Schuss von Zuffi, der war okay gewesen. Aber dann ist man zu weit weggestanden beim Pascal Schürpf und der hat natürlich dann abgezogen. Der Michael Lang hat sich darauf verloren, dass er im Moment immer richtig steht. Er ist eigentlich auch richtig gestanden. Aber eben seine Wade ist entweder zu wenig durchtrainiert gewesen. Beim Shaqiri wäre er schon bleiben hängen, der Ball. Aber bei Michael Lang hat es dann gelangt, dass er oben durch abgefälscht wird. Und da ist wirklich rauf, wenn er geht und wieder runterkommt, gerade so schnell, wenn er rauf ist. Das ist ein Glücksgoal, wenn es so anschaut. Ja, klar, aber... Das ist ein Glücksgoal, wenn es so anschaut. Völlig unkontrolliert, oder? Ja, natürlich. Gegen offen ab. Sie haben gedacht, sie schießen jetzt einfach das Goal, weil sie ja keine Idee hatten, was sie machen sollen. Ja. Aber los, einfach nicht in dieser Kälte verlängern. Nein, ja, Gott bewahre. Hä? Das müssen wir nicht haben. Nein, das brauchen wir nicht. Gut, dann haben wir noch lange. Ja, ja. Aber einfach, das ist schon mal das Einzige. Ja. Das müssen wir einfach nicht haben heute. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. 24 Minuten gespielt, 1-1, 14 lang, 22. Schürpf. Wenigstens die Goalschütze Basel. Ja, wenigstens das. Also gut, jetzt sehen wir es, wie es ist und hoffen, dass der FCB das Spiel möglichst bald wieder in die richtige Bahn kann lenken kann, damit wir uns nicht allzu viel Sorgen machen, dass wir heute noch mehr nachsitzen. Ja, du auf deinen Händen stehen, das war jetzt blöd. Ja, dann müsstest du noch Verlängerung da. Nein, das wäre übel. Aber ich habe da volles Vertrauen in die Durchsetzungskraft vom FC Basel. Gerade übernehmen sie wieder das Spiel mit dem Luca Zuffi, der dann über zum Tauland Chaka, der steht im Mittelkreis innen, spielt dann ganz auf rechts über zum Michael Lang. Dann geht es wieder hinten durch, über den Tauland Chaka und der Manuel Akanji. Da merkt man auch, sie werden nicht nervös, sondern spielen ruhig da hinten durch. Suchen nicht unbedingt ums Verrecken den Pass führen, dass man dann wieder verliert, sondern spielen sich schön durch. Jetzt über den Elianussi auf der rechten Seite, wieder hinteren, über den Torschütz und der Captain von jetzt oben, der Michael Lang. Ja, und die lassen sich jetzt auch noch ein bisschen laufen. Die verschieben zwar schön, haben eine 5-Linie hinten aufgebaut und dann kommt der Pass in die Schnittstelle zum Riveros. Da mit dem Flankenball im Mitte, die Luzern noch können aber abwehren und am Schluss hauen sie den Ball aus der Gefahrenzone. Der Luca Zuffi bringt ihn aber zurück und dann nochmal die Luzerner mit einem Befreiungsschlag, aber dort vorne steht der Eder Balanta. Das ist mir schon aufgefallen in Luzern, wie toll er das gemacht hat. Dort hat Eder Balanta gespielt zusammen mit Marek Suchi. Dort hat man noch Manuel Akanji ein bisschen Auszeit gegeben und hat das ganz toll gemacht. Dort, jedes Kopfballduell hat er eigentlich gewonnen. Sensationell, der Kolumbianer. Ist in Luzern kälter gewesen als heute? Nein, am Anfang ist es sogar wärmer gesehen, jetzt mit dunklem Schluss ist es ein bisschen frostiger geworden, obwohl der FCB 4 Goal geschossen hat. Achtung, ein Ball in 16er.
Aber es ist noch gegangen, also der Jakob hat nicht geumert. Zweiter Versuch, ein schöner Ball, aber der Schürpf ist hinten auch auf dem Posten. Der Ball war auf der Oberlin gedacht, Schürpf ist aber dazwischen gestanden und hat können wegköpfen. Ja, Entschuldigung. Ja, nein, es ist gegangen, also schwer gegangen. Mir hat es dunkel, als wir angekommen sind, jetzt so eine fiese Brise gehabt. Das war ein bisschen gemein gewesen. Eine fiese Brise? Fiese Brise. Das wird es dann am Samstag in Lausanne auch wieder haben. Also. Ja, vielleicht haben sie Glück und haben kein Päuschen. Nein, aber nicht. Dort haben sie noch so kein Päuschen, da kannst du so einen Stein erobern. Nein, machen wir mit nicht. Mit Heizkörperchen. Dort haben wir mal böse den Bölli angeschlagen. Dort kannst du durch das Fenster so runterkippen. Ja. Und dann sind sie eigentlich waagrecht über deinem Kopf. Und du kennst mich ja, ich bin ja ein bisschen emotional, ab und zu. Es fällt nicht so auf, aber ab und zu bin ich wirklich emotional. Und dann stand ich dort auf beim Goaljubel und hau mir voll den Bölli an durch die Kante. Dann hast du das Gefühl, weißt du, hast du es auch schon gehabt, wenn du den Kopf anschaust, denkst, es blutet sicher. Also weißt du, es macht so weh, dass du denkst, es blutet. Ja, es voll an die Kante böllert. Und dann kannst du ja während dem Match nicht irgendwie einholen, es geht nicht so gut. Ja, FC Basel jetzt, mit dem Tauland Xhaka. Über die rechte Seite mit El Yunusi, der hat aber keine Anspielposition gefunden. Dann geht es über den Oberlin, dann mit über den Michael Lang. Sie machen halt schon ein bisschen Egeltaktik, Luzerner. Stehen alle rund um den eigenen 16er und dann der Tauland Xhaka mit einem Durchbruch über rechts. Holt immerhin einen Einwurf raus auf Höhe vom 16er. Der Ball beim Balanta. Der Balanta spielt, nein, der Oberlin spielt zurück zum Akanji. Der Akanji versucht den Ball über seinen Gegenspieler über zu heben, schafft das nicht. Der Kopfball geht ins Seiten aus. Ins Seiten aus. Einwurf bereits ausgeführt. Akanji den Ball zurückgeworfen zum Balanta. Balanta mit dem Ball am Fuß in der eigenen Platzhälfte. Ja. Auf der Zufi. Zufi über zum Eliunusi. Eliunusi. Zurück zum Riveros. Riveros. Zufi zum Balanta. Jetzt wird dort der Ball auf ein bisschen hergeschoben, weil Luzern relativ gut steht. Gut organisiert ist im Moment eine sehr organisierte Partie. Nach 28 Minuten 1. Ja, die stehen jetzt hinter ihnen und warten natürlich. Die haben ja ein bisschen aufmachen. Das ist auch gemacht nach dem Gegentreffen, nach dem 1-0. Von Michael Lang haben dann eine gute 2 Minuten gehabt und sind dann eben dann ein bisschen glücklich zu diesem Ausgleichstreffen gekommen. Aber eben auch die Zellen rennen, egal ob sie schön rausgespielt sind oder einfach irgendwie abgelenkt reinflutschen. Ja, ja, das ist so. Ich habe ein Quiz für dich vorbereitet. Ja, wieder über Südafrika. Oh, jetzt Riveros kann übernehmen auf der linken Seite, nachdem die Verteidigung den Ball nicht unter Kontrolle bekommen hat. Hier auf Flankenball auf seine Seite, der Luca Zuffi übernimmt, legt über auf den Tauland Xhaka. Er könnte sich einmal auf Herz fassen, aus der Distanz täuscht den Schuss an, legt ihn dann aber wieder über auf den Zuffi Riveros mit dem Flankenball, bleibt hängen und dann könnte er ihn noch heimkullern. Jawohl, Eckball für den FC Basel. Bist du bereit für den Quiz? Ja. Ich glaube nicht, dass du es rausfindest. Du bist ganz scharf überlegen. Ganz schwierig. Ja. Oh, ja. Welcher aktuelle Luzern-Spieler hier auf dem Platz? Ja. Hat mit welchem aktuellen FCB-Spieler hier auf dem Platz schon im gleichen Verein geschootet? Also der FCB zählt logischerweise nicht. Nein. Drittverein, Luzern zählt auch nicht. Der Pascal Schürpf in Vaduz. Noch ist jetzt die Frage, mit wem? Mit dem... Nichts sagen, ich weiss nicht. Bei den FCB-Spielern hat er Vaduz gespielt. Jo, Keine. Keine? Ich bin gerade am Schauen. In der Aufstellung von heute oder insgesamt im Kader? Nein, wo jetzt beide jetzt auf dem Platz. Ein beim FCB, ein bei Luzern. Ein bei Luzern, ein beim FCB. Bin mit einem anderen Verein geshootet. Ja, Den mit dem Schürpf finde ich nicht. Da bist du mal einen guten ja, Anfang. Ja, aber dann kannst du natürlich auch verröteln. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich nicht sicher. 100%ig sicher bin. Aber für das haben wir ja den Ball zu vorne dran. Ja, der Schürf. Anton Michael Lang übernimmt. Also mit Pascal Schürf sind wir schon noch heiß dabei. Wo hat er überall noch gespielt? Mhm. Nachdem vom gute FCB, wie gute Frage. Eliunusi. Auch schöner Doppelpass. Aber Oberlin. Dann ist der Folloni dazwischen. Wir können weiter röteln. Ja, der Pascal Schürf. Der Ajeti war St. Gallen. Gewesen. Mit Luca Zuffi in Thun. Hat er auch nicht gespielt? Nein. Eben, Michael Lang ist es auch nicht gesehen. Ich bin nicht 100% sicher. Aber, was ich meine, ist,
wo der Salvi an Lugano ausgelehnt war, ist mit dem Mirko Salvi beim FC Lugano, weil der Schürfer ist nämlich auch mal vom FC Peter Daniel. Hat er gleichzeitig nicht mehr gespielt? Ich meinte, aber vielleicht haben sie sich gleich knapp verpasst. Eben, ich hätte jetzt gedacht, der Schürpf ist doch gegangen und dann ist der Salvi erst ausgelehnt worden. Meinst du, ist der Schürpf vorher dort? Salvi hat doch zwei Jahre erst sogar noch gespielt, oder? Und meinst du, ist keine halbe Saison noch gleichzeitig? Du warst bei Bellinzona, Lugano im Elfi. Ist zu lang her. Ist das Mel? Ja, das könnte schon sein, dass das nicht der gleichzeitige ist. Jetzt schauen wir um 11 Uhr, bist du einig? Ja, ja, bei 11 Uhr. Nur Lugano. Und von Lugano, dann wird zurück zum FCB, dann ist er zu Aarau geschickt worden und so weiter. Ja, das stimmt. Das ist zu weit zurück. Das ist zu weit zurück, du hast recht. Du hast recht. Aber auf der Ersatzbank haben wir zwei ehemalige FCB-Spieler beim FC Luzern. Jetzt muss ich schauen, schnell, wer du meinst. Ich meine, das ist ja klar, wer das ist. Immer noch 1-1, 32 Minuten gespielt. Lang und Schürpf, die beiden Goalschützen, heute zu oben. Simon Greter und der Derek Kudesa. Sind das, jawohl, nein, das ist... Die haben alle, weil Greto hat angefangen, Schürpf ist eingewechselt worden, Kudesa auch beim letzten Spiel. Hat schon ein bisschen rumgewirbelt, hier Markus Babbel. Zum Beispiel hat der Rodriguez auf die Ersatzbank genommen, eben Simon Greto auch. Und hat für andere von Anfang an laufen. Also sehr wahrscheinlich ist er schon nicht ganz zufrieden gesehen mit dem Auftritt daheim gegen den FC Basel. Schauen wir jetzt, was Pascal Schürpf macht auf der linken Seite. Bringt den Flankenball in die Mitte, aber dort steht keiner von seinen Kollegen. Das war jetzt gar nichts. Flankenball, nein, das ist jetzt. Ja, aber er hat natürlich auch probiert. Ja, Pascal Schürpf ist ja vom Jakob als Trainingsweltmeister. Nicht vom Jakob, vom Thorsten Fink. Vom Thorsten Fink, aber der Jakob zelebriert das immer, wenn Pascal Schürpf irgendwo spielt. Ja, das ist der Trainingsweltmeister. Er kann alles im Training. Ja, das hat der Thorsten immer gesagt. Ja, das ist eigentlich auch brutal, wenn das Trainer zu dir sagt, ne? Ja. Soll er mal im Match machen, was er im Training macht, dann sieht er eine Rakete. Ist auch vom Thorsten Fink der Spruch oder Schil Jappi sei tapizierter Knochen. Ist das nicht einmal das gewesen? Geil? Ist halt Thorsten Fink. Sicher? Ja, gemeint, das hat mir irgendwo einer erzählt. Nein, nicht du. Irgendeiner von einer Zeitung. Weiß ich nicht. Schil Jappi sei eigentlich eine Art tapizierter Knochen. Weil er so dünne Beine hatte. Also nein, immer noch hat. Aber ein toller Fußballer. Die Formulierung ist schon mehr vorbei, das habe ich nicht mitbekommen. Also, das ist auch nie offiziell irgendwo gestanden, logischerweise. Oh, jetzt ein Fehler. Hat viel Platz, drei Abwehrspieler, drei gegen drei. Wenn es jetzt schnell geht, dann kann das gut aussehen. Aber der Franzson staffelt, zuckt dazu, er kommt nochmal am Ball, nochmal der Franzson. Schießt aus, zweite Reihe. Abrallo! Und dann kann der Luzern aber freie Form. Oberlin, es kommt zum Einwurf, langt unter das Tempo, wirft es zum Chaka, Ball wieder beim Land, Ball wieder beim Chaka, jetzt kommt er dann ins Zentrum, nein, er macht den Haken nach links, legt über zum Zufi, der Zufi sucht sich eine Anspielstation durch das Zentrum durch, probiert es via Ayeti, der Ayeti muss allerdings den Ball preisgeben und der FC Luzern kommt wieder mit dem Follonier in die gegnerische Platzhälfte. Arg bedrängt vom Chaka. Schön gemacht vom Chaka. Holt den Einwurf aus der Follonier. Es kommt also zu einem Einwurf für Luzern. Das alles nach 34,5 Minuten. 1-1. Lang bringt der FCB in Führung, Schürpf gleich aus. Goal gefallen in Minute 14 und 22. Das ist der aktuelle Spielstand jetzt. Also immer noch 1-1. Einwurf Luzern, Richtung 16er, aber der FCB hat bereits den Ball wieder können unter Kontrolle bringen. Schauen wir doch schnell, wie es in Zürich ist. 2-0 für Thun. Ja, also in Zürich. Hm? Das ist schon beim FCZ. Aber der FCZ haben aber auch abgebaut jetzt in dieser Saison. Hey? Das ist halt so die Aufstiegs-Euphorie, die dann noch gelangt hat am Anfang und jetzt haben sie ein bisschen abgebaut. Aber IB, die Keibe, IB! Sorgic und Rapp. Wollen die Match immer noch das Nerven? Ja, IB gewinnt im Gegenteil. Der FCZ spielt einfach gar nicht so eine schlechte Saison. Weißt du, ich muss an Familienparty, an Weihnachten bei der Familie von meiner Frau, wo alle so im Solothurnischen wohnen und alle IB-Fans sind.
Ah. Ja, jetzt weißt du, sie sollen europäisch machen. Ja, ja, ich weiß schon, was ich sage. Ja. Dann haben sie schon 13 Punkte Vorsprung. Ja. Also, aber sie machen es wirklich von Flix gut in dieser Saison, müssen wir ganz ehrlich sein. Und sie machen dann eben auch, die gewinnen noch die Matches, weißt du, so in der 80. und 84. Mal, sie dann noch die Goals haben sie in der letzten Saison dann schon nicht gemacht. Müssen wir auch mal ehrlich sein. Und 7 Punkte musst du erst voll voll und je jetzt dem Strophen, aber Balanta. Ich habe irgendwie keine Angst, wenn der Balanta in der Nähe ist, dann räumt das weg. Du bist ja von Anfang an. Von Anfang an, letztes Saison total. Als ich gekommen bin, bin ich fast das Leibliche aufgefallen. Nach 5 Minuten bist du schon durchgedreht. Und dann eine katastrophale Rückrunde, respektive ist ihm halt der Akanji den Rang abgelaufen. Wir sind auch ganz ehrlich sind mit einer ganz starken Rückrunde, dem Manuel Akanji, der dort gekommen ist nach der Winterpause und der Balanta nicht mein Thema war. Aber jetzt natürlich mit dieser Dreierabwehr ist natürlich schon dick gewesen für den Eder Balanta. Und ich glaube, der Raphael Wicki jetzt endlich mal merkt, Achtung, Flanke, Mittig, auch Problem für den Mirko Salvi. Der Wicki hat gemerkt, das ist seine Position, so in einem Dreier-Bollwerk mit Suchi, Akanji und eben Balanta. Jetzt übernimmt der Franzson schön auf die linke Seite zum Elionussi. Der läuft jetzt 16 noch rein, macht den Hocke. Schießt aber, bleibt dann hängen in der Luzerner Hintermannschaft. Am Schluss gibt es einen Einwurf auf der rechten Seite hin, auf Höhe 16 für den FC Basel. 38 Minuten sind gespielt hier im Joggeli, immer noch 1-1 Lang und Schürpf, die beiden Goalschützen. Und der FC Basel probiert jetzt den Treffer Nummer 2 zu erzielen, noch vor dem Pausentee. Wäre zu einem wichtigen Zeitpunkt, no. wenn jetzt noch das Goal könnte ich machen. Dann hätte es Kriegsschwanz einen dummen Zeitpunkt. Ja, wenn ein Krieg ist, psychologisch ganz, ganz schlecht. Tauland Chaka merkt, er hat keinen Anspielpartner, hat ein bisschen wenig Bewegung vorne innen. Dann probiert das über Michael Lang, dann zieht es dann ein bisschen in Mitte und dann läuft endlich mal der Elionussi und sagt einen schönen Ball vom Lang. Elionussi im Rücken, oh, schöner Trick, dann kommt der Ball zum Franzson im Fünfer innen, schießt! Nein! Ah, ein Ball immer noch heiß, mit dem Riveros Flaggenball in die Mitte, dann wieder durcheinander, wieder durch Elionussi. Was sehen, der Elionussi hinterm Standbein durch, der Flaggenball, à la Lionel Messi. Wunderbare Aktion gewesen. Vom FC Basel, der Lang setzt dann wieder den Tauland Chaka. Jetzt geht es mal mit Tempo über die rechte Seite. Elionussi übernimmt dann zum Oberlin, der steht auf dem Ball, will nochmal auf den Elionussi ablegen. Aber dann steht der FC Luzern sicher und kann klären. Und der FC Basel muss wieder den Rettungang einwerfen, macht das aber gut beim Luca Zuffi. Und dann tut der Schiedsrichter Sandro Schero den Vorteil abpfeifen, den er zuerst gegeben hat für den FC Luzern. Darum bekommen die Innerschweizer ein Freistoß im Mittelfeld zugesprochen. 1-1 hier in Basel, 0-2 beim FCZ gegen den FC Thun. Lugano, GC, IB, St. Gallen haben wir dann morgen auf dem Zettel notiert. Und dann freuen wir uns auf die Halbfinals, die dann eben Ende Februar oder am 1. März über die Runde gehen. Aber zuerst muss der FC Basel sicher mal für die Halbfinale qualifizieren, weil sonst interessiert sie uns dann gar nicht mehr, was in dem Schweizer Cup genau läuft. Das würde uns natürlich einen Weg noch. Ja, aber sie interessieren uns ja für Fußball. Ja, natürlich. Aber natürlich völlig eine andere Geschichte. Mit oder ohne FCB, das ist ja völlig logisch. Achtung, der Schürpf, der wieder da wie ein Tanzfall heute, richtig 16er kommt, dann sagt sich, hey, euch Basler, will ich aber zeigen, bin mal da gewesen. Ja. Yeah. Kannst du schon schütteln, wenn ich beim Gegner muss mitkicken. Nein, es ist schon so, dass die Halbfinals natürlich hoffentlich mit dem FCB sind und hoffentlich hier im Joggeli ein Halbfinal wieder einmal daheim. Ein Halbfinal daheim gegen GC. Gegen IB. IB. Gegen IB. Ah, das wird vielleicht eher das Finale. Gegen IB. Aber IB muss St. Gallen. Ja, es ist schon daheim. He? IB hat Heimvorteil. Auf dem Plastikrasen. Ja, das ist nicht Quatsch. Eckball jetzt für den FC Luzern in der 40. Spielminute. Mal schauen, wie sich jetzt die Innerschweizer anstellen bei diesem Standard. Schon ein bisschen abgeflacht he, seit dem 1-1 vom FC Luzern. Nicht mehr viel gegangen hier in dieser Partie. Der Flankenball kommt in die Mitte, hier Ayeti kann aber klären. Der Elionussi probiert hier schnelle Konter zu dosieren. Schön macht noch, wenn er noch mit zurückgezogen. Da gibt es noch Gerangel, ist das sehen? Uiuiui, Gerangel und der Elionussi schlägt ihn ein bisschen ins Gesicht, also er schubst ihn weg. Uiuiui, nicht jetzt wunder, dass Sandro Schero mit dieser ganzen Situation macht. Rudelbildung um die ganze Geschichte. Da Silvan Ziedler ist es immer völlig unfair. Da Elionussi zurückgekippt hat. Ist nicht nachgekommen. Das war ein bisschen plump gewesen.
Und ja, dann ist der Januzzi natürlich nach dem vierten Zupfen ist er dann ein bisschen hässig geworden. Jetzt trifft er beide zu sich an. Selbst aber beide geil. Der Siedler fürs Foul und der Januzzi fürs Umschupfen. Sander geht dann also theatralisch am Boden. Das hasse ich eben dann auch. Das ist ja nicht nötig. Klar, probierst du dann alles rauszuholen. Geil für den Siedler, geil für den Januzzi. Er ist jetzt pädagogisch wertvoll gewesen. Hätte man auch anders machen können. Dass man dann das Schupfen von Januzzi als Tätigkeit würde ich sehen und das Zurückziehen mehrfachen als grobe Unsportlichkeit. Aber so finde ich es okay. Ja, du musst jetzt also nicht gerade schäumen, oder? Die zwei geilen Karten sind ja wirklich... Ja, aber er schupft ihn recht weg. Also ich habe da auch schon Schiedsrichter gesehen, die dann sagen, ja, das ist eine Tätigkeit, Retourfoul. Oh. Ja, es gibt René, es gibt alles. Es geht alles. Du bist jetzt hart. Hey. Nein, jetzt ist ja noch mal gut gegangen. Nein, jetzt bist du aber hart. Los, ich mach noch mal schnell eine Minute, dann kannst du noch mal durchschnaufen und dann bin ich mal weg. Dann bin ich mal weg. Jetzt sicher ein Goal. Immer bald, du weg bald bist, bin Riveros. Goal. Riveros zurück auf der Luca Zuffi ins Zentrum. Zum Teil am Chuck. Alles in der Mitte von der gegnerischen Platzhälfte. Der Michael Langer spitzelt den Ball gerade noch knapp über zum Oberlin. Dann kommt aber Lutz Herner dazwischen, spitzelt ihn ins Seidenus. Und dann kommt es darum zu einem Einwurf von der FCB direkt vor der eigenen Bank. Bereits ausgeführt von Michael Lang im Doppelpass mit dem Thailand Chaka. Bleibt der Ball in der Reihe vom FCB, allerdings ein bisschen weiter hinten. Dann probiert es der Palanta mit dem Chipper Richtung 16er Grenze. Dort ist der Schürpf. Der Schürpf befreit ganz weit bis in die gegnerische Platzhälfte. Der Akanji kommt mit dem Kopf dazwischen. Der Riveros versucht es auf der linken Seite. Dort ist aber der Siedler schneller und Luzern kommt bei der Mittellinie wieder in Ballbesitz. Luzern immer noch in Ballbesitz, dort geht an der Seitenlinie an. Schau jetzt, siehst du nochmal, er lenkt mir schon ins Gesicht. Also, ist schon ein bisschen ungestüm gewesen, unsere norwegischen Freunde im Mittelfeld vom FC, respektive an der Front vorne vom FC Basel. Jo. Also weißt du, es ist ja nicht Vorteil. Musst du nicht jedes Spiel. Nein, nicht ist klar, aber es ist, hätte man auch können losieren so. Eben, ich konnte ja ein bisschen ruhiger sein. Das ist schon nicht passiert. 43 Minuten sind gespielt, 1-1. Wir sehen uns in der zweiten. Wir sehen uns in der zweiten. Dankeschön, René. Wir sind jetzt schon in der 44. 1-0. Michael Lang in der 14. 22. Der Pascal Schürpf mit dem abgelenkten Schuss zieht ab von der Strafraumgrenze. Ball knallt an die Bade von Michael Lang. Steigt ganz steil rauf, kommt auch wieder ganz steil runter. Und dann streckt sich zwar der Mirko Salvi, der Goalie von heute oben beim FC Basel, aber kommt nicht mehr an den Ball an. Und darum ist es dann 1-1 gestanden. Der FC Basel probiert es nochmal mit dem Akanji. Langer Ball, richtig Michael Lang. Aber zu steil timed. Und darum rollt er über die Behindlinie. Und es gibt Abschluss beim Goal von Jonas Omlin, dem Goalie vom FC Luzern. Wo dank seinen Vorderleuten nicht so viel mal eingreifen musste. Seine Vorderleute haben sich teilweise sehr tapfer und mutig in die Schüsse vom FC Basel reingeworfen. Und das war eigentlich das Auffälligste gewesen. Der FC Basel hat mehr vom Spiel gehabt, hat mehr Anteil und auch mehr Chancen sich rausgespielt. Aber eben dann der letzte Abschluss ist immer mal in einem Beibleiben hängen von der Luzerner Hintermannschaft. Die stehen natürlich teilweise auch zu 8 um den eigenen 16er rum. Ich mache ein bisschen Egeltaktik, wenn der FC Basel anläuft. Und dort muss der FC Basel einfach probieren, das Spiel ein bisschen mehr in die Breite zu ziehen, damit man mehr Chancen kann kreieren kann. Jetzt der fünfte Schiedsrichter, Sandro Schero, einen Vorteil zurück, weil der Januzzi war noch in den Ball reingesprintet, hat können richtig Goal marschieren, nicht ganz allein, es wären immer noch Luzerner um ihn herum gestanden. Aber er rief dann natürlich aus, warum er ist jetzt hier gepfiffen, ich hätte doch noch eine Chance kreieren für unsere Mannschaft. Es gibt aber einen Freistoß bei der Mitte von der Platzhälfte vom FC Luzern, auch ganz zentral, also eigentlich so der Mittelpunkt von der Platzhälfte von der Innerschweizer. Und das Ganze in der letzten Sekunde von der regulären Spielzeit hier im Joggeli, immer noch 1-1 zwischen dem FCB und dem FC Luzern. Der Luca Zuffi steht beim Ball, ein bisschen gerangelt, das gibt es einen Flankenball in die Mitte. Zuffi bringt ihn dann tatsächlich. Palanta probiert im Kopfball etwas zu machen, währenddem der Manuel Akanji im Strafraum liegt vom FC Luzern, anscheinend getroffen von einem Gegenspieler beim Gerangel bei dem Freistoß. Der Schiedsrichter unterbricht jetzt die Partie. Der Sandro Schero geht zum Manuel Akanji führen in den 16er vom FC Luzern. Ja, das war jetzt spannend. Hier nochmal die Bilder gesehen bei dem Zweikampf von Manuel Akanji, der dann am Boden geht im 16er vom FC Luzern. Zeigt da, er hat einen Schlag ins Gesicht bekommen.
Es geht aber weiter beim Innenverteidiger vom FC Basel. Der Schiedsrichter bleibt ganz ruhig. Und dann gibt es ein kleines Rencontre mit Manuel Akanji und seinem Luzerner Gegenspieler, der sagt, hey, hör auf simulieren. Das war ein Schwalbe, der Claudio Nusterberger ist es vom FC Luzern, der Captain von der Innerschweizer, der hier Manuel Akanji ein paar Worte mitgegeben hat, so nach dem Motto, du jetzt hier nicht den Weichbecher raushängen. Und in dieser Sekunde kommt der Halbzeitpfiff vom Schiedsrichter Scherum. 1:1 steht zwischen dem FCB und dem FC Luzern in dem Cup-Viertelfinal. Ja, der FCB mehr vom Spiel, aber eben auch nur ein Goal geschossen. Einmal der Lang und dann der Schöpf für die Luzerner mit dem Ausgleich. Das ist die Halbzeit Nummer 1 hier live auf barfi.ch. Melden uns zurück nach dem Pausenzeh, hier wieder live aus dem Joggeli.
So, und da sind wir wieder zurück, live aus dem Joggeli auf barfi.ch zur zweiten Hälfte. 1-1 steht nach der ersten 45. Du, Michael Lang, der Goalschütz vom Dienst in den letzten paar Wochen beim FC Basel, hat der FCB mit 1-0 in Führung gebracht. Und dann ist der Pascal Schürf mit dem abgelenkten Schuss zum 1-1 für den FC Luzern. Und nachher ist nicht mehr so viel gelaufen beim FC Basel gegen Führer. Man hat zwar Aktionen gehabt, aber eben richtige Durchschlagskraft haben wir dann doch nicht gehabt. In dieser Sekunde geht es los mit der zweiten Hälfte. Der FC Basel jetzt mit der Muttenkurve im Rücken. Das, weil wir Platzwahl vor dem Spiel verloren haben. Der Michael Lang, der Captain von jetzt oben, hat anscheinend die falsche Seite von der Münzen ausgewählt. Beim Sandro Scharo, beim Schiedsrichter von dieser Partie, der eine brenzige Situation hatte, dort mit dem Rencontre zwischen Mohamed El Younoussi und Herr Siedler vom FC Luzern. Beide haben dann die gelbe Karte pro der Siedler fürs Foul und zu El Younoussi fürs Zurückschlagen. Ein bisschen hat er ihn weggeschupft. Also so dramatisch ist es auch nicht gesehen. Aber der ein oder andere Schiedsrichter hätte es da vielleicht sogar noch etwas anderes können entscheiden. Der FC Luzern hat Anhänger mitgebracht ins Joggeli und die haben auch ein bisschen Pyromaterial mit ihnen geschmuggelt. Ein bisschen rote Leuchtbengale und dann auch noch ein bisschen Feuerwerk vom 1. August noch übrig geblieben beim FC Luzern. Ich habe gerade erzählt vom 1. August Feuerwerk, wo sie noch mitgeschmuggelt haben, in der Schweizer. Ins Joggeli, beide Mannschaften unverändert in die zweite Hälfte gestartet. Und eben der FCB richtig gellert. Ja, das macht nichts. Das ist nicht so schlimm. Aber du musst ja jede Sekunde Wärme noch ausnutzen. Ist das schon richtig? Ja, weißt du, und du hast mit einer Doppelbelastung und dann auch noch draussen die Highlights und so. Das ist schon nicht. Das ist schnell einmal halt. Ja, du musst. Vor allem, da musst du den Kopf zusammen haben. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Stell dir vor, du. Nein, stell dir vor. Unglaublich. Mit dem Kopf musst du zusammen haben. Das ist unglaublich. Aber du machst es gut. Du machst es wirklich gut. Danke. Ja, du machst es wirklich gut. Aber man hat schon ein paar Mal, das ist wie Bello fahren. Wenn du es mal kannst, dann kannst du es. Hätte Fahrrad. Kette, ja. Ach, ganz hoffen, jetzt mit dem Ball an der Mittellinie. Man sieht auch in der zweiten Hälfte, Taktik behalten sie bei. Luzerno vom Markus Babbel hinten reinstehen und dann eben gegen Führer mal vielleicht ein oder zwei Aktionen kreieren. Und der FC Basel wird auch in der zweiten Hälfte anrennen. Wir probieren das Spiel in die Breite zu ziehen und dann eben ein bisschen Tempo können zu machen. Über die Flügel läuft vielleicht jetzt mit dem Albion Ayeti spielt, aber wieder ins Zentrum zum Luca Zuffi. Dann können sie probieren mit einem Flankenwechsel Richtung Michael Lang, macht das auch. Und dann geht es wieder über den El Younoussi durchs Zentrum. Hast du deine Händchen verloren? Ist mir ein bisschen peinlich, das Schreibe, das du mir gegeben hast. Nein, jetzt hast du mein Schreibe verloren. Ah, ja. Yes. Ah. Der Blaue hast du, ich habe ja den Grünen. Hm? Hallo? Also, er ist ja grün, aber vorne hat er einen blauen Kopf und dann hat er darum auch einen blauen Gott sei Dank kann ich es wieder tun. Das hätte ich nicht recht haben. Ja, also, wir können brüderlich teilen. Ja, das so machen wir ja jetzt schon. Ja, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, wie sozial wir zwei eingestellt sind. Ach, du bist also schon wirklich. Ja, doch, da schaue ich schon. Meinst du es gut? Ja, meinst du gut? Ich meine es gut mit ein bisschen Lob nach der Pause. Ja? Sagen, es ist nicht schlimm, wenn man auch zwei Sekunden verspätet kommt. Das ist wichtig, dass man sich gegenseitig kauft. Wenn du zu spät kommst? Ja, dann sage ich schon, du hast verschlafen. Ich frage dann immer, hast du zu morgen gegessen? Weil das fände ich recht fatal, wenn sie dann irgendwie gestresst würde kommen und auch nicht gegessen hat, weil dann kannst du sie ja gar nicht brauchen. Ja. Und in dem Moment kann ja der Zweitklässler meistens nicht so viel dafür, wenn sie zu spät kommen. Wobei meistens, wenn sie am Nachmittag zu spät kommen, kann ich sie etwas dafür. Weil dann bleiben sie irgendwo hängen auf dem Weg. Meistens mehr im Sommer als im Winter. Weil es dann zu kalt ist, um rumzududeln. Aber im Sommer, dann siehst du einen Schneck. Oder weißt du auch nicht, der Regen, wo man es geregnet hat. Und das gehört ja auch zum Leben dazu, dass man so Sachen beobachtet. Es ist dann ein bisschen blöd. Nein, es ist dann einfach blöd. Ich habe dann halt immer im Moment ein bisschen Angst, wo sind sie. Es ist ja, wenn eine Minute, zwei Sport kommt, ist nicht schlimm, aber wenn dann 5 oder 10 Minuten Sport kommt und du denkst, hey, ist jetzt da irgendwo, ja, ist mir passiert, oder weiss auch nicht. Ja, eben, oder ist, dann schaust du aufs Handy, hat Mami oder Papi ein SMS geschickt oder probiert anzuläuten und dann ist das alles nicht dumm und dann fragst du die anderen, haben die irgendwo gesehen, nein, da habe ich ja nie gesehen, und dann denkst du, oh, ist nicht gut. Nein, aber meistens tauchen sie dann gerade auf, oder eben, Mami schickt ein SMS, oh, habe ihn zu spät losgeschickt. Ja, das ist nicht schlimm. Ich bin schlimmer als im Leben. Herzlich. Also ein paar Minuten Sport. Keine Verspätungsmeldung im Zeugnis. Nein, ja, das ist schon der Witz. Ich habe ja letztens das untersucht.
dass Leute, die im einen Kanton in die Schule gehen, insgesamt in ihrer gesamten Schulkarriere, nach diesen 9 Jahren, am Schluss ein Jahr lang weniger Schule haben, weil es wegen Ferien, wegen Freitagen und so weiter. Nein, also Solothurner gehen viel weniger lang in die Schule als zum Beispiel Baselbieter. Und Solothurn ist ja auch in der Nähe, zum Beispiel Dornacher gehen weniger lang in die Schule als der Baselbieter, weil die haben die katholische Viertig, die sie dann bekommen. Ja. Und dann haben sie Ferien irgendwie anders gelegt und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein völliger Witz. Darum auch, wenn eine Lektion lang vielleicht nicht so viel läuft, ist das auch nicht so dramatisch. Und aber dass das über das gesamte, ein ganzes Schuljahr ja, das kommt vor. In der Schweiz haben irgendwie dann auch mehr Ferien und weiss ich guck was. Also es ist recht brutal. Okay. Und dann macht einer irgendwie den Schulabschluss mit fast einem Jahr weniger Schule. Und dann kommt auch auf die Stundentafel drauf an. Wenn in den einen Kanton die Stundentafel am Schluss der Schüler in der Woche 33 Lektionen hat und in einem anderen Kanton nur 31. Das macht dann natürlich mit der Zeit auf die Woche rausgerechnet schon noch den Brot und Feiss. Ja, ist klar. Oder? Wenn jetzt müsste ich sagen, der aus der Stadt Basel hat 2 Stunden weniger Mathe in der Woche, dann rechnest du das auf die 40 Wochen pro Schuljahr. Dann macht er schon 80 Lektionen. Ja, ja, macht dann ein bisschen etwas aus. Und dann hast du irgendwie 30 in der Woche, dann hast du schon 2 Wochen weniger Schule gehabt. Ja, also in einem Jahr. Und dann rechnet, ja, das geht dann schnell, oder? 48. Dann fehlt er 40 und so. Wir sind der 51. 1-1 Schulproblematik. Harmonisierung funktioniert immer noch. Jetzt aber frisch das Luca zu für den 16er. Der Romin kommt raus, nimmt den Unterlauf. Das ist Wahnsinn. Der Michael Lang war echt sonst. In 3 Spielen macht er 5 Goal. Hei. Omlin kommt raus, unter Ballin und Kontrolle. Michael Lang staubt ab und macht das Goal zum 2-1 für den FC Basel. Hat noch einen abgefälscht. Irgendein Luzerner oder ein Basler könnte noch mit dem Hosenspitzli dran sein. Aber es war am Langsinn. Nicht genau, wie er strahlt, wie ein Meierkäfer. Das ist ja nicht normal. Das ist nicht normal, du. Der Michael Lang, aus dem Schieß, hat er mal einen Goal. Das ist Wahnsinn. 52. Lang, 2-1. Oh Gott sei Dank. Reden wir über die Harmonisierung, die nicht funktioniert in der Schweiz, und er macht Lang ein harmonisches 2-1 für den FC Basel. Hei, du. Wahnsinn, du. 52. Hä? Du, ich bin froh, hat er das ja, gemacht. Ja, ich auch. Weißt, ich hätte, je länger der Match gegangen wäre, mit dem 1-1 gestellt, hast du noch irgendwie den Sieg gar nicht zittern, da. Verlängerung noch. Nein, das braucht man nicht. Penalty schießen. Jetzt können wir noch mal schauen. Schau, da haben wir noch mal auf dem Fernsehbild. Michael Lang, vor dem Goal ist der Albion noch in der Nähe gewesen. Aber ich glaube, er hat nicht mehr richtig pariert. Nicht mehr entscheidend, aber. Ja. Ich glaube, so mit dem Hosenbein. Ja, Hosenbein. Wir gehen es mal im Lang. Wir gehen es am Lang. Da Stadion Speak hat es auch im Lang gegeben. Ja. Und das ist auch rechts. Wahnsinn. Ist Omlin ist recht weit rausgekommen, wäre es nötig gewesen. Ich glaube nicht unbedingt. Also, der ist dort 10 Meter vor dem eigenen Goal durch den Strafraum gesegelt. Er hat den Ball zwar abgewehrt, aber eben nicht wunschgemäß wegfusten können. Und dann steht er einfach im Moment immer am richtigen Ort für Michael Lang und netzt ein. Zum 2-1. Die Statistiker und Recherchierer können jetzt der Frage nachgehen: Hat es im Weltfußball schon einmal einen Außenverteidiger geschafft, innerhalb von 3 Wettbewerbsspielen 5 Goal zu machen? Vor allem in 3 verschiedenen Wettbewerben hintereinander immer Goal schießen. In der Champions League, in der Meisterschaft und dann im Cup. Sicher nicht. und sicher nicht irgendwie 2 Doppelpack hintereinander in 2 verschiedenen Wettbewerben. Weißt du, du kannst jetzt alles ein bisschen ausreizen, auf alles, oder? Ja, mit diesen Wettbewerben. Wie recherchierst du so etwas? Hä? Ja, zuerst willst du mal die Liste durchgehen von allen Außenverteidigern, die es gibt, auch wo europäisch dann auch noch gespielt haben, oder? Wenn du die Champions League mitnimmst, hast du die Statistik eh schon gewonnen, aus Sicht von Michael Lang, glaube ich. Ja. Roberto Carlos vielleicht noch. Ja. Auch eine Außenverteidigung ist der Brasilianer für Real Madrid. Mit dem Bogen freistoßen. Achtung, Follow-Me auf der linken Seite bringt der Ball ins Zentrum, ganz, ganz hoch ins Zentrum. Oberlin hinter der Aushelfe, Franz von Spitzen weg. Alles in Ordnung. 54 Minuten gespielt, 2-1. Ja, tipptopp, läuft wunderbar. Ja.
Ja, läuft wunderbar. 14 Minuten in der ersten Halbzeit hat er gebraucht, 7 Minuten in der zweiten für seine beiden Goal. Der Rechtsverteidiger vom FC Basel, heute zu oben Captain bei den Rot-Blauen. Ich war noch vor dem Fanshop gesehen. Was hast du? Langliebe geholt? Nein, ein Liebe von meinem Sohn habe ich geholt. Also meine Frau ist gekauft mit ihm. Ja, und das geht zu Weihnachten. Ein T-Shirt oder ein Trikot? Ein Trikot, ja, ja. Das erste richtige Trikot, weil die Größe, die er bis jetzt hatte, ist immer so replikamässig. Weißt du, ja, nur alles aufgedruckt. Jetzt hat er bestickt. Kommt auf Weihnachten. Ja, ja. Okay. Kannst du erzählen, weißt du, er schläft schon. Darf ich jetzt erzählen. Aber mit 3 hast du langsam die Größe, die du kannst. Also, es ist ihm immer noch zu gross, natürlich. Aber dann kann er sich vielleicht über die Jacke anziehen. Ach komm, FC Luzern mit einem Abschluss und dann ist es 16 runter. Salvi kommt durch. Nesewitsch ist es gefährlich. Ja, ja. Situation. Komm, jetzt machen wir hier nicht das 2-2. Nein, hör auf. Keine Späßchen mit uns da. Keine Späßchen da. Ja, aber machst du keinen Spieler drauf? Machst du? Nein, ja, er hat 14 drauf, aber steht sein Name drunter. Okay. Ja. Weil er im Jahr 2014 auf die Welt kommt. Jahrgang 14. Ja. Ich finde es noch cool, weil der Stocko hat ja auch 14 gehabt. Ja. Und sein zweiter Vorname ist auch Valentin. Ist er so? Ja, ist, die Welt ist klein und so dreht sich das immer im Kreis und kommt wieder führen. Ja, dann hast du auch mal so ein bisschen... Nein, wir haben es immer mit dem Stocko gemacht. Hast du schon ein Stocker alleine? Ja, eigentlich Lodi... haben wir es wegen dem Valentinstag gemacht und der ist auch am 14. Das ist eigentlich noch lustig. He? Weil am Valentinstag habe ich meine Frau kennengelernt. Ist nicht so. Ja, ist Wahnsinn. Das sind Geschichten, René. Das sind Geschichten. Ja. Und rot einmal, wenn der Verlobungstag ist. Am 14. Februar. Ja, du bist Weltklasse. Richtig kitschig. Das habe ich jetzt aber antizipiert. Du bist ein Fuchs. Wie hast du die Frau kennengelernt am Valentinstag? Ja, und der Hundsverlocher bei uns hinten. In Hölsten? Nein, das ist. Nein, so. Nein, ich wollte es Rotstag, hört man mit Hölsten. Nein, dort war die Fasnacht doch mal so früh gewesen. Und dann ist irgendwie so eine Art. Vorfasnachtsparty gesehen, weiß ich auch nicht was. Das am 14. Februar, am Valentinstag. Okay. Ja. Spannend, hä? Ja, das sind Geschichten, du kannst Bücher schreiben. So. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Öfter passt ja die linke Seite. Ich glaube, der treue Bafi.ch kennt mein ganzes Leben schon. Schwarz, der weiss, was ich mit den Schülern mache in der Schule. Der weiss, wenn ich meine Frau kennengelernt habe. Dass ich mein Sohn einen FCB-Liebling auf Weihnachten geschenkt habe. Ich bin gespannt, wenn ich einmal meine Frau kennenlerne. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, also, die Geschichte können wir dann auch zelebrieren. Da. Also, das nimmt mich auch unter. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja. Genau, ja. Wir sind ja, schon in der Fasnachtsfall. Nein, nicht. Aber von Frankreich zu 14. Komm mal, man kann Ski, aber knapp über Querlatte ja, drüber. Knapp. Ja, ich weiß, ich muss ein bisschen positiv sehen. Ich kann mir die rot-blaue Brille an. 58 Minuten gespielt, zweimal lang, einmal Schöpf, zwei für den FC Basel, eine für den FC Luzern. Ja, da bin ich auch gespannt, wo du wohl deine Frau denn kennenlernst. Ich erzähle das dir. Ja, ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ja, das gibt so eine sensationelle Geschichte. Ja, weißt du, dann bin ich dort und dann, ja, habe ich sie gesehen. Und weißt du, ist eine gute. Da habe ich keine Angst, dass es nicht eine gute ist. Ja. Da habe ich gar keine Angst. Ja. Genau. Also, treffst du beim Ballbesitz in der eigenen Hand. Ja, komm, seine Frau wieder. Was hast du wieder erzählt? Ich bin da immer recht, wie soll ich sagen, es ist ja immer noch ein bisschen verschlüsselt. Also so ins Detail gehen wir ja dann gleich nicht. Bleiben gleich noch ein bisschen oberflächlich so. Darf ich euch erzählen, wo man jemanden kennenlernt? Ey, jo! Luca Zuffi, Anto Mittellin, David Galla ist sich am Warmmachen beim FC Basel zusammen mit dem Renato Steffen und auch mit dem Cedric Itten. Grüße auf Allspiel, 4-1-2-3. Dort ist er schon nämlich in die Schule gegangen durch Cedric Itten. Bei einem Kollegen von mir. Er geht immer noch Schule zu Allspiel. Habe ich schon mal erzählt, die Geschichte, gell? Nein, da bist du mit dem Jakob gesehen. Achtung, Franz, schön wieder gleich auf die Minute. Du hast am 16er, in einem letzten Moment geht dann noch der Luzerner dazwischen mit seinem langgestreckten Zeichen. Kann er noch klären, bevor der Elinussi zum Abschluss kommt. Er ist zuerst in die Primarschule gegangen, ins Schulhaus im Schulzentrum und anscheinend hat der Primarlehrer dann immer ganz viel Fußball gespielt im Turnen. Sehr wahrscheinlich ist schon wegen dem zum FCB gekommen, dass er den Gitten nachher. Weil sie so viel geshootet haben im Turnen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist eine ehemalige Praktikantin von mir auch mit dem in der Schule. Die spielt auch Fußball in einem Fußballclub. Okay. Also sie hat schon ein bisschen abgefärbt aus vielen Turnen, die dort mein Anlehrer-Kollege gemacht hat im Turnen. Faule Moberlin.
Gelbe Karte gegen Idris Woka. Freistoß für den FCB allerdings ungefährlich in der eigenen Platzhälfte. Der Steffen hat sich recht intensiv warm gemacht und ist jetzt auch im Kapäuschen verschwunden. Also es deutet darauf an, dass vielleicht unsere Elfer zum Handkuss kommt, der Flügelflitzer oder Renato Steffen. Ich hätte dem David Galar mal einen Einsatz gegeben. Weißt du, nicht nur so eine Viertelstunde, sondern mal wirklich eine halbe Stunde. Das ist schon nicht so einfach für ihn. Das ist schon die letzte Saison von ihm. Mit dem ist zu rechnen 60 Minuten gespielt. 2-1-Führung von der FCB, zweimal Lang und Schürpf sind Goalschützer gewesen. In dem Spiel besitzt der Ball beim Salvi hinten im Goal vom FCB, spielt auf die rechte Seite. Kanchi, Zuffi im Anstoßkreis, versucht er zu trippeln, wird gefällt, Freistoß für den FCB. Es wird kälter, dunkel. Ja. Hast du das Gefühl? Ist immer so gegen. Ja, wobei es windet einmal nicht, das ist ein großer Vorteil. Ja, im Joggeli windet selten. Selten, ja. Ah, zwar auch schon ein bisschen Wind gehabt. Sicher? Ja, musst du mal schauen. Auch jetzt der Oberlin kommt über die linke Seite, lanciert dann der Ajeti im 16er Ball. Kommt nochmal mit, die Oberlin zieht ab, aber wird nochmal abgelockt gegen den Eckball für den FC Basel. Mal schauen, die aufgeklebte Werbung vom Sponsor, der den Schweizer Cup sponsert. Klebt nicht mehr so gut beim Balanta, die flattern so um, wie so ein Abziehbild von den Paninis, wenn du sie nicht richtig angeklebt hast. Beim Eder Balanta. 61 Minuten gespielt. Jetzt kommt der gute Neckball vom Zuffi. Linke Seite vor der Luzern-Fans. Alles ist bereit. Die 40-Tage gelegt. Läuft an, bringt den Ball auf den ersten Pfosten. Kopfball übers Goal. Der Kopfball vom Eder Balanta. Und jetzt steht er an der Seitenlinie. Der Renato Steffen, der Elfo beim FC Basel. Jesus Gott, mir mal wieder Batterien wechseln beim Anzeigetafel hier vom vierten Offiziellen. Ich sehe. Der hat gar nicht rausgeht, der Albion Aljeti. Schau, jetzt müssen sie gerade den Akku wechseln. Sehr wahrscheinlich. Dann haben sie nämlich gerade am Offiziellen in die Hand gedruckt. Der läuft jetzt der richtig Senftübli. Wird das echt? Der läuft jetzt richtig Senftübli mit dem Anzeigetafel. Und jetzt müssen sie dann das andere holen. Jetzt hat es Erwin gegeben. Erwin läuft hier. Ist ja hart. Goldig. Also, weißt du, sehr wahrscheinlich ist es zu kalt gewesen. Das ist ja bei den Handy-Akkus. Also, Akku geht viel schneller ab, wenn es so kalt ist. Ja. Was hast du gemacht? Hast du es runtergelegt? Ja, es ist Spider-App. Spider-App runtergeladen. Hast du wie ein Spinnennetz auf dem Bildschirm? Weißt du, Spider-App. Hast du nie gehört? Ja, dann kannst du es nächstes Mal bringen. Vielleicht lernst du dann deine Frau kennen. Hey, stell Spider-App. Zeig mal schnell dein Handy. Nein, schau mal, ich habe eine Spider-App. Du musst so anlaufen. Es gibt hier so Typen, die mal sagen: Type in your number. Type in your number. Why? Because I said. So, bitte Nummer ein. Warum? Weil ich es sage. Ja, ja, das machst du anscheinend manchmal nicht drauf. Gewissen. Nein, und dass das nicht deine Maschen ist, ja klar. Du machst das mit deinem Charme. Hey, da bist du so, du bist ein Fuchs. Da kann man sich richtig vorstellen, du. Röne auf Jagd, du. Ja, auf Jagd mit Röne Haar. Das ist ein großes Kino. Mit Jagd. Machen wir nicht. Nein. Zurückhaltend, schüch. Okay. Ja, genau. Flaggenball auf Michael Lang, der ist jetzt auf der rechten Seite lanciert. Der Elianussi, sehr aktiv, der Norweger beim FC Basel, spielt den Ball vorher Richtung Franz und dann mit dem Rücken zum Goal wird abgedrängt und dann muss Luca Zuffi den Ball zurückerobern, macht das auch, spielt dann mit oben auf Michael Lang. Nehmen es jetzt auch ein bisschen gemütlich, probieren die Gegner ein bisschen zu laufen. Das ist schon verrückt, weißt du, Luzern, musst du jetzt schauen, das sind alle 9 rund um die eigene 16 und vorne steht der Tommy Juric ein bisschen rum beim Anspielkreis. Jerez Juric, hä? Ja, aber der wartet dort, bis mal seine Kollegen vielleicht den Ball zurückerobern. Jetzt ein Distanzversuch von Luca Zuffi, schlägt aber am Ball vorbei und dann können die Luzerner wieder befreien. Aber eben, es geht auch nur bis zur Mittellinie, weil dort steht entweder der Tauland Chaka oder der Luca Zuffi, die dann den Ball zurückerobern können. Und sollte der Ball mal weitergehen, haben wir noch die kolumbianische Eiche mit Manuel Akanji nebendran noch in der Abwehr beim FC Basel. Ich bin mir einfach nicht so schlüssig, ob das die richtige Taktik ist von Luzern in einem Cup. Viertelfinale, wenn dann 1-2 zurücklegst und das Goal brauchst, dass du nicht aus dem Wettbewerb ausscheidest. Also ich meine, die Zeit läuft ja nicht unbedingt von Luzern, wenn du weißt, was ich meine. Ja, und vor allem haben sie ja nicht den Ball. Das kommt auch nicht dazu, wenn du ein bisschen offensiv oder ein bisschen attackierst.
Franzson jetzt auf die rechte Seite, Elionussi. Dort aber schon wieder abblockt, zieht in die Mitte rein, Fehlpass und Luzern noch befreien. Aber eben, wenn der Juric als Vorderster den Ball bekommt in der Mitte von der eigenen Platzhälfte, dann kannst du natürlich auch nicht gefährlich fabrizieren. Und der FCB ist so schnell im Umschalten, sehr guter Rettungsgang eingelegt und hat den Ball schon wieder zurückerobert mit dem Tauland Chaka, spielt über auf den Manuel Akanji. Der kann auch in der gegnerischen Hälfte laufen, etwa 10-15 Meter, bis dann mal einen attackiert. Der FCB macht wirklich gut. Der Riveros könnte ein bisschen mehr Ball bekommen. In der zweiten Hälfte bis jetzt wenig im Ballbesitz. Es ist eher viel über die rechte Seite gegangen, weil der Elionussi dort sehr aktiv ist. Jawohl. Oberlin spielt jetzt Mittelstürmer. Steffen auf links, Elionussi auf rechts. Das, weil ja da Ajeti rausgegangen ist vorher, der Oberlin immer wieder auf die Seite ausgewichen. Jetzt also als Stoßstürmer der schnelle Mann mit dem 19. beim FC Basel. 66. Minute, das ist die, die jetzt im Gang ist. Im kalten Joggeli, es wird von Minute zu Minute kälter, kommt es mir wenigstens so vor. Wird nicht ganz so sein, aber es kommt mir so vor. Und es ist bissig und es hat nicht so viele Leute. Ich bin noch gespannt auf die Zuschauerzahl. Was schätzt du? 8-2? Ja, höchstens. Nein, sie hat ja gesagt, Andrea Roth, die Medienverantwortliche beim FC Basel, 7000, ich glaube 800. Im Vorverkauf? Ja, nein, zu dem Zeitpunkt, wo sie es gezeigt hat, eine halbe Stunde vor dem Match. Und ich weiss nicht, wie viel denn noch Kurzspitzen-Billette kaufen. Muss ich ganz ehrlich sein. Ja, viele Leute wissen sehr wahrscheinlich nicht einmal, was das Kassenhäusli ist beim FCB, weil entweder ist die Hütte voll oder man hat eine Saisonkarte. Ja, oder man kauft das Billett vorher. Ich meine, heute kannst du das alles online bestellen. Ist ja nicht mehr so, dass irgendwie wie beim alten Lied und am Mittwoch musst du es holen, willst du ein Samstag-Billett haben, oder? Das ist ja nicht mehr so. Bei der Securitas-Vorverkaufsstelle unter der Heuwog. Ja, oder im Fanshop. Ja, genau, dort unter der Heuwog. Das ist orange Gepäuschen, genau. Das sind noch Zeiten gewesen, Billett-Vorverkauf. Jetzt sind ja gerne Billet von der FCB. Ja. Luzern am Ball und es kommt zum Nenihof von der FC Luzern, direkt vor Raphael Wicki. Weißt du, was auch noch dick ist? Beim Matchheftli haben sie eine Auflage von wie viel? Was schätzt ich? 10.000. Also die haben schon gewusst, es kommen nicht so viel. Ja, aber das ist ja jetzt immer noch viel für 7.000. Ja, du musst natürlich damit rechnen, das musst du ja ein paar Tage vorher den Druck geben. Das gibst du ja nicht gestern so oben im Druck. Oder? Das letzte Mal Göpsi-Sieg der FC Luzern noch mit dem ganz grosse auch vom FC Basel mit dem Adrian Knupp im 92 gegen Lugano. Bin ich gesehen an dem Match. Bist du gesehen an dem Match? Nach Verlängerung, gell? Nach Verlängerung. Bist du ein Fuchs. Hä? Noch im alten Bankdorf mit 40.000. Knupp hat in der Verlängerung, glaube ich, 2 Goal gemacht. Wahnsinn. Hat er? Wahnsinn, das steht nicht. Aha. Mit dem René Pfannegg noch in der Verteidigung. Das war eine Maschine. Pfannegg und Marco Walco, wenn die aufeinander getroffen sind, dann in den auf Abstiegsspiel immer. Super gesehen. Und der FCB hat gegen Luzern. Wer ist Trainer gewesen bei Luzern? Friedl Rausch? 92. Ja, das ist Friedl Rausch. Ja, ist ja Meister und Göpsig. Dann haben sie noch verabschiedet im letzten Spiel, wo wir gesehen sind, der Jakob und ich. Ja. Hat sie ganz cool gemacht, das habe ich super gefunden. Keine Ruheminute, sondern eine Klatschminute. Weil der Friedl Rausch immer so ein Aufgestellter war, hat man nicht keine Schweigeminute gesehen, sondern man hat gesagt, man klatscht jetzt eine Minute. Dann hat das ganze Stadion geklatscht. Das habe ich cool gefunden. Ja, das habe ich wirklich cool gefunden. Es war wirklich eine gute Stimmung. Gewesen. Und der grosse Choreo der Luzerner Fans für den Friedl Rausch. Ja. Der Held natürlich von der Innerschweiz, weil er zum Meistertitel und zum Göpsig hat. Er hat ja nur ein Jahr zu Basel gewesen. Aber er ist Weltklasse gewesen. Und mit Luca Zuffi jetzt mit dem Freistoß aus dem Halbfeld, da ist er mal über den Schlappen gerutscht. Ja, da ist er mal wirklich über den Schlappen gerutscht. 69 gespielt, 2-1 für den FC Basel, zweimal durch Michael Lang, die Aussenverteidigung, der das Goal gemacht hat für die Rot-Blau. Jetzt einen langen Ball Richtung Dimitri Oberlin. Oh, ein bisschen zu weit, aber der ist so schnell, der holt noch. Grabt ihn aus dort, in der Behind-Linie. Dann stoßt er die Verteidigung um. Aber der Ball bleibt immer noch warm. Der FCB holt ihn dann zurück mit dem Renato Steffen und mit dem Riveros. Sehr gut gemacht. Vom Steffen den Ball in der eigenen Reihe behalten und dann kann man wieder hinten durchspielen. Ich finde das immer noch glatt, so die alten Geschichten, die sie dort abdrucken. Was haben wir noch? Ja, dort im 95 hat Luzern gegen Basel 2-0 gewonnen. Goal vom Güntensberger. Der Günti, da ist dann noch einer beim FCB gewesen. Ja? Ja, hast du nicht gewusst, gell? Doch, das habe ich gewusst. Ja, doch, das habe ich gewusst. Da hat mich immer so genervt, dass der so einen langen Namen hat. Wieso? Güntensberger.
Wenn du das auf ein Liebli drucken wolltest, dann hast du ja fast noch nicht auf die Liebli gedruckt, zum 95. Und dann hast du zweimal im Finale, zweimal der FCB gewonnen, einmal Majstorovic mit einem Penalty. Ja, und dann im Penalty schießen. Das war dort, wo du, Jan Sommer die Luzerner immer so irritiert hat mit dem Zungen rausstrecken. Ja, das war aber nicht ein Göpfinal. Ja. Das war ein Göpfinal. 4-2 nach Penaltys. Welches Jahr ist das? 2012. Herrlich! Penalty Jappi, Strello, Shaqiri. Und der Ränkli und der Gigax haben getroffen für Luzern. Oh, geschossen hat, glaube ich, der Ding, wenn es mir recht ist, der Stahel. Kann das sein? Ja, der letzte, glaube ich, ist Stahel. Florian Stahel. Ja. Bringen wir alles. Bringen wir alles. Und wer jetzt Goal gemacht im Halbfinale im 2014, auch einer, der noch im Moment noch beim FCB im Kader ist. 1-0 gewonnen. Im Joggeli vor 12.600 Zuschauern bei einem Halbfinale im 2014 im März. Richtig René, der David Gala. Der hat jetzt Gold gemacht. Du, den Match habe ich nicht auf dem Radar. Das goldige Gold. Kannst du dich erinnern an den Match? Bin ich, glaube ich, sogar gesehen. Ja. Aber noch nicht für Barfi.ch. Kann ich mich nicht. Hat es uns noch nicht gegeben. Jetzt ein Verletzungspäusli. Ja. Physio so. Chaka ist jetzt am Boden. Da Cedric Gitten hat relativ Tempo gegeben beim Einlaufen. Sieht aus, als ob Cedric Gitten eingewechselt wird beim FC Basel. Schauen wir nochmal rüber. David Gala immer noch am Einlaufen. Fandest du nicht, wenn noch ein Match für den Dominik Schmid? Doch. Weißt du? Raul Petretta wärmt sich noch ein. Das ist Schmid. Petretta und Gala. Ja, ja. Aber das ist die ist schon das T-Shirt fast. Das ist ja. Ja, kalt. Es ist kalt. Ja. Ist jetzt ein bisschen am Jummern. Ja. Es gibt einen harten Heimweg heute mit dem Velo. Ich sage mit dem Velo da. Nach zwei Stunden in der Kälte rausgesessen, bist du noch mit dem Velo heim. Nein, ich laufe ins Bahnhaus rüber und dann sitze ich ins Auto mit Sitz und Steuerradheizung. Das habe ich im neuen Auto, Steuerradheizung. Das ist wohl Weltklasse. Ich kann immer denken, für was braucht man das? Nein, wenn du natürlich ins kalte Auto ist, dann kannst du gerade Hand vom Steuerrad wärmen. Das hat natürlich schon noch etwas. Der René ist ja jemand, der Sitzheizung so richtig herausfordert. Im alten Auto haben wir bis zu Stufe 5 gehabt, wenn es mir recht ist. Gell? Und der René sitzt rein und der kann rein sitzen, ist egal wo, in Lausanne, aufs 5 brettern und dann bis Basel auf dem 5 über hocken. Ja, sicher. Ja. Ich bin ein Kampfsitz. Ja, ja. Also wenn man irgendwie befruchtete Eier dabei hat, dann wären die Küken geschlüpft in Basel. Aber da ist immer noch eins auf der Sitzheizung gekommen. Ich habe irgendwie nach 2 Minuten aufs 1 abgeschaltet. Eieiei, da bist du stark. Sitzheizungskönig für mich. Ja, das ist gut. Ja, schön, gemütlich. Ja, ja. 73 Minuten gespielt, unten läuft jetzt nicht mehr so viel. Luzern kann nicht mehr und der FCB will nicht wirklich mehr. Kontrolliert und Luzern ist zu nichts im Stand. Zu nichts. Wir schauen mal schnell nochmal auf Zürich. Dort spielt Zürich gegen Thun. Einfach kurz Zürich. Auf 1-2. Oh. Ja. Und morgen genießen wir dann Lugano GC oder IB St. Gallen. Macht doch Play, Zürich-Thun. Ah, ich könnte mal das schauen. Da wissen wir ja was. Vor allem sitzt sie immer hinten rein. Wir sind ja viel schneller als die ganze Körperplay-Geschichte. Nichts gegen die Körperplay-Geschichte. Jetzt können wir mit durch den Zürich tun. Ein bisschen verpixelt. Jetzt wird es besser. Du kannst sogar noch hier schauen. Mal. Kennst du den hier? Ja, kannst du ein Vollbild machen. Hä? Ja. Weißt, nicht so nervös drucken. Weißt du, wenn es kalt ist, ist der Computer langsam. Ich denke, die zeigt es schnell. Ja, das ist ein Vollbild. Das ist toll, dass du mir etwas hast. Du wolltest beibringen, technisch. Das finde ich super. Ja, das finde ich lässig. Die zwei, die so schön. Ja, mach du. Nein, zeig nochmal, wie muss man es machen? Ja? Ja, ich finde es super. Oh, gerade ein Wechsel. In Zürich wechselt der FC Thun. Der Marvin Spielmann geht raus. Der gefällt mir gut. Ja. Spielmann. Ja. Wieder mal ein guter. Aber siehst du, bist du nämlich auch so, haben wir hier auf Vollbild dran gemacht. Das ist absolut super, ja. Oh, der Rodriguez schießt zusammen dort im FCZ. Da ist nichts. Da der Rodriguez hier beim Luzern, der ist immer noch am Einlaufen, glaube ich, wenn es so recht ist. Palanta auf der Riveros. Riveros kontrolliert aber noch den Ball, spielt zurück auf die Palanta. Palanta. Zurück zum Palanta Foto, also Wagerin hat es noch früher gegeben. Gibt es immer noch? Palanta. Weiß ich nicht. Ach, jetzt doch gerade zum Bachen hat man das gebraucht. Er weiß. Flankenwechsel auf der Renato Steffen auf der rechten Seite. Der spielt ein bisschen. Oh, schön durchgelaufen. Franz hat Oberlin am Ball. Dann Franz hat wieder Lüpfo Richtung Oberlin. Und dann kommt der Ball am Schluss. Oh, fast wieder zu Michael Lang. Eieiei.
schnuppert er an seinem dritten Goal. Es wäre kein Looper ein, aber es wäre trotzdem eine Art falscher Hattrick. Luca Zuffi übernimmt schon. Schön Solo, zwei Leute stehen, dann lasiert er hier Elianussi, aber es reicht nicht mehr. Ball kugelt übers Behind. Was mir aufgefallen ist, hat er Gittner das Liebling angezogen. Hätte er aber wieder müssen sich einlaufen. Also jetzt hat er das Liebling schon an, mit den Nummern, aber hat nochmal das Überzieher müssen fassen. Das ist ein bisschen psychologische Kriegsführung. Doppelwechsel schon wieder. Das hat er schon im Heimspiel gemacht. Der Derek kommt. Gudesa. Nein, Eckball für Thun. Eckball für Thun in Zürich. Eckball, das Drehen, das andere Entscheidung. Du musst immer ein bisschen sagen, dass in Zürich ist. Und dann denke ich, was Thun? Das Spiel gegen Luzern. Was stellt ihr so Quatsch? Aha, ja, und so, Demaschei kommt rein. Der Goalschütz beim 1-0, beim Zwischenzeitlichen für den FC Luzern beim Heimspiel gegen den FCB. Für den Follonier. Ja. Von welchem Verein ist der Follonier nach Luzern? Von welchem Kanton ist Wir? Von Sio ist er gekommen. Du hast nicht richtig verstanden. Der Follonier ist eingewechselt worden beim Heimspiel. Der junge Wallis. Genau, von der Demaschau. Also genau der gleiche Wechsel, aber zur gleichen Zeit. Genau. Der Wallis. Ja. 76. Ja. Ist die Minute. Und der eine Schneuli ist ja dann ins Wallis gegangen. Der Marco. Ja. Der Marco Schneuli. Der Christian ist da geblieben. Also genau. Stehen bleiben, bei Luzern bleiben. Ja. Beim heutigen Gegner. Also, 76 Minuten gespielt. 2-1 von der FCB. Knappes Resultat, aber irgendwie, wenn man den Match anschaut, scheint es doch relativ klar zu sein alles. Aber jetzt kommt wieder etwas. Gibt es wieder so eine abgelenkte Riebe, die dann irgendwie hinter dem Saal wie in der Maschenlampe passiert. Geile Karte jetzt gegen den Marvin Schulz, nachdem der Elianussi umgehauen hat, anders kann es gar nicht groß beschreiben. Er ist mit vollem Tempo gekommen und dann hat Schulz gemerkt, das könnte ein gröhrlicher Konter werden. Ich ziehe jetzt einmal das taktische Foul. Und darum hat er dann die geile Karte bekommen. Wir müssen jetzt noch eine Viertelstunde frieren und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir hocken hinter dieser Halbfinalqualifikation. Wir wären immer noch in drei Wettbewerben dabei. Europäisch überwintert immer definitiv. Ob es in der Champions League ist oder nur in Anführungs- und Schlusszeichen Europa League. Werden wir sehen beim letzten Spiel auswärts in Portugal gegen Benfica. Uiuiui, jetzt liegt da der Luzerner. Vielleicht das passiert. Ja, das hat sicher nicht in der ersten Zeit. Der Oberlin hat dann irgendwie gerade die Hände aufgelöst, die hat gar nichts gemacht. Ist irgendwie unglücklich gegangen. Vielleicht auch ohne Einwirkung vom Gegner. Jetzt kommt aber dann der Cedric Isi. 715. 7,7. Nein, 7,6 in dem Fall. Das sind jetzt die ganz genaue Zahlen. 85 haben das Billier noch zurückgegeben. 7. Genau, weißt du, wie gemeint. Ja, vielleicht sind das die effektiv Zelte, weil die Magen sagt, ich habe zwar Billier, aber gar nicht ein. Nein, es sind 7,680 oder so irgendwas. Ich weiß es auch noch genau. Franzson geht raus beim FC Basel, Cedric Itten kommt rein. Bei den Rot-Blauen. Schon wenig Leute. Ja. Göpp-Viertelfinale. 7-7. Für ein Göpp-Viertelfinale. Ja, sie ist echt alt, gell? Ja, aber. Schau, Thun macht jetzt gerade das dritte Goal. Jawohl. 3-1 für den FC Thun. Ja, das ist eben im Torbahn. Er hat sich vor den Weg gemacht. Im FC Thun. Also Thuno, ich gehe ins Halbfinale, so wie es aussieht. Achtung, Luzern kommt über die rechte Seitenball, kommt in die Mitte, aber der Edenballanta klärt für den FC Basel. Ja, 78 Minuten gespielt, der Simone Rapp hat das Goal gemacht für den FC Thuno. Ein klassischer Konto, zuerst marschiert der Thuno richtig Goal, zieht dann ab. Der Goalie wird zwar noch abgegeführt und dann kommt der Simone Rapp und bedankt sich, sagt Tralala. Und macht das dritte Goal. Seid Tralala. Ja, macht Tralala mit dem linken Schlappen reingepfeffert. Langer Ball Richtung Oberlin. Zweifel, ob der noch Tralala gesagt hat. Ja, schau mal, er jubelt. Also, jo, hat er geschrauen. Cedric Gitten übernimmt auf der linken Seite für den FC Basel. Er will natürlich etwas zeigen, wie sich aufdrängen, dass er auch mal wieder in der Startformation ist, dass er das Joko-Image wegbekommt. Wobei, ich muss sagen, er macht es gut, wenn er reinkommt. Er hat immer gefährliche Aktionen. Kommt natürlich auch oft. Ja, im Moment, rein, wo das Ding schon gelaufen war, ist fast. Also, weißt du? Dass er dort nicht jubelt, finde ich jetzt. Ja, das ist halt peinlich. Ich habe ja gefunden, an Jakob Wechsel, das finde ich so peinlich. Ja, das finde ich so doof. Das kannst du machen, wenn du irgendwie.
gegen die wirklichen Stampfen. Ja, wenn jetzt der Totti gewesen wärst bei Rom und dann hättest du irgendwie ein Jahr bei Juve gespielt und dann noch kannst du das machen. Nein, weißt, was ist da gegen Achtung, Schuss, Salvi erklärt und dann kann der Ballanta den Ball wegputzen. Jetzt nochmal ein Schuss vom FC Luzern aus der zweiten Reihe. In der 80. Spielminute. Schön abgezogen dort vom Demaschei, der, der schon das Goal gemacht hat in Luzern, führt in noch Schweizer. Der Demaschei ist sie. 80 Minuten gespielt, 2-1 für den FC Basel. Zweimal lang, einmal Pascal Schürpf. Und Luzern werden langsam nochmal wach. Die müssen jetzt natürlich etwas zeigen, machen hinten ein bisschen Luft. Das wird sicherlich die eine oder andere Kontomöglichkeit auch geben für den FC Basel, für die schnellen Cedric Itten oder den Tobos da. Dimitri Oberlin, aber jetzt ist es ein bisschen der FCB, der ein bisschen retour hinten rein steht und Luzerner lässt kommen und warten, ob sie etwas auf die Reihe bringen oder eben nicht. Luzerner spielt sich durch, Demaschei dann auf der rechten Seite, spielt nochmal retour, bekommt den Ball nochmal. Rivera steht aber noch bei seinem Gegenspieler und dann kann der FCB das auch fast klären. Achtung, Kudesa übernimmt gegen Akanji im Zweikampf im 16er und dann macht das Akanji das ganz, ganz clever. Lässt den Ball rauskullern mit wahnsinnig Körpereinsatz und es gibt Abschuss beim Goal vom FC Basel. Beim Mirko Salvi, der beim Goal vom FC Luzern wird ein bisschen unglücklich aussieht, aber nichts hat können machen, weil der Ball ist abgefälscht worden vom Michael Lang. Gestiegen in die Luft und wieder runtergesunken und dann ist es 1-1 gestanden. Aber der Michael Lang, unser Außenverteidiger, den haben wir ja hier fürs Goal schießen. Eigentlich ist er angestellt fürs Goal verhindern. Aber er hat dann ein Goal gemacht zum 2-1 für den FC Basel. Achtung, Luzern, noch kommen wir nochmal. Jetzt werfen sie alles für. Ja, ja, die Kontomöglichkeiten natürlich jetzt für den FCB. Jetzt sind noch 10 Minuten, 20 Minuten. Was spielt es für eine Rolle, ob wir 3 oder 4-1 verlieren oder 2-1? Ja, Stuss ist Stuss, oder? Stuss ist Stuss. Jetzt müssen wir alles führen werfen. Und ja, das macht es noch ein bisschen spannend. So ja, aber es gibt vielleicht noch einen Oberlin-Konto, sehr wahrscheinlich. Wer weiß. Inzen hat der Ball im Zweikampf mit zwei Luzerner. Dann kann der Siedler übernehmen für den Innerschweizer Ball. Kommt ins Zentrum rein, da kann sie Schlotz dran vorbei. Aber nichts Gefährliches daraus geworden für den FC Luzern. Der FC Basel ein bisschen zerstreut, respektive den Ball nicht so schön klären. Er kommt sofort wieder zurück. Lustenberger übernimmt für Luzern. Da kann sie wert ab. Der Ball dann beim Eldinussi, der das ganz clever macht. Jetzt kann es schnell gehen. Mit dem Steffen. Ich kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Ich hätte 3-2 Konter können geben. 3 FCB-Spieler gegen 2 Verteidiger vom FC Luzern. Jetzt wird es noch hektisch, wir schauen können. Ja, ja, mein Gell, Göttmatsch, ein Goal-Unterschied. Das ist klar, dass jetzt nochmal. Aber einfach. Luzern war es jetzt nicht so gefährlich. Aber einfach nicht, dass noch einer reingeht, dort tut man nochmal eine halbe Stunde durch. Nein, das muss jetzt sein. Hey, nein. Ich wette eh auf ein 3-1 auf ein Konter-Goal noch. Hast du das Gefühl, hä? Ja. 2-1 steht es im Moment. Ball hinten beim Manuel Akanji. Ich habe das mit dem Jubeln, wo dann, wenn du mal eine Saison oder zwei noch nicht gespielt hast. Sogar noch ausgelehnt. Ja, eben, das kommt ja noch zu. Hast du sogar noch beim FCB gehört? Nee. Nein, das ist ein bisschen doof, aber ja, das ist eine Mode geworden. Ja, das ist früher ist nie ist das keine Idee gekommen. Das unsägliche Daumen hoch, wenn eine Schissflanke kommt. Ja. Also wie ich, will da einen Ball zu spielen und dann fliegt er 5 Meter über den Kopf und machst Daumen auf. Achtung, Siedler über die rechte Seite vom FC Luzern schießt. Liberos fährt ab, der Ball nochmal beim Luzern, kommt aus der zweiten Reihe. Klärt von Salvi, Achtung, nochmal Nachschuss, nochmal Salvi. Der Juric hat geschossen gehabt. Aber der Ball immer noch heiß, immer noch beim Juric auf der linken Seite im Zweikampf mit dem Michael Lang. Ja, die Luzerner kommen jetzt definitiv nochmal. Flankenball kommt in die Mitte rein. Salvi fliegt durch den eigenen 16 und fuscht den Ball aus der Gefahrenzone. Und der FC Basel kann den klären mit dem Eden Balanta auf der Mohamed Elyounoussi. Elyounoussi auf der Balanta zurück. Der Innenverteidiger kommt mit Führen, spielt den Ball Richtung Oberlin, dann ein Handspiel. Vom Siedler, das hat man jetzt auch können, die geile Karte geben, der Schiedsrichter. Sandro Schau sagt sich alles nicht so schlimm gewesen. Es geht einen Freistoß für den FC Basel, direkt vor dem Wechselbänkli vom FC Luzern. Jetzt sollte man ein bisschen Ruhe einbringen, streng, hey. Spiel in Breite machen. Deine geile Karte. Ja, aber jetzt, hast du es nicht gefunden? Ja. Da ist jetzt absichtlich mit der Hand drin. Ja. Dann wäre geil rot gewesen. Zürich geschaut. Ist Zürich geschaut? Die werden es nochmal wissen. Gehört, ich schwerfe alles für. Ganz noch nicht klagen. 83. Minute, jetzt kommt es zu einem Freistoß von Zürich. Hier hat der FCB das Spiel voll im Griff.
Aber eben, es ist nur ein Goal. Die behalten jetzt den Ball in der eigenen Reihe. Das darf nicht mehr passieren. Der Läppli hat schon gesagt, als er wach war vor dem Munitionslager. Das darf nicht mehr passieren, René. Lange Ball, Richtung Blas Riveros. Läppli, ich liebe den Film. Kennst du den HD-Soldat Läppli? Findest du nicht auch super? Kennst du nicht doch, so gut? Doch, ich kenne schon. Aber was ist passiert vor dem Munitionslager? Nee, ist doch jetzt aber rauchen und dann ist, das, ist der Kaib in die Luft und dann ist doch im Spital am Schluss. Der Miesli ist doch vorbeigekommen und der ist dann davon gesegelt. Der falsche Kaib. Er hat gesagt, er muss schnell brünzeln, dann ist er hinter der Brust sich verstecken und dann ist das Munitionslager in die Luft und dann ist er dann im Spital wieder aufgewacht. Der HD-Soldat Läppli. Langer Ball Richtung Cedric Itten. Der kommt nicht am Ball an, der Verteidiger wehrt ab. Der kann den Seite Itten aber das gut machen. Erobert den Ball, spielt auf rechts rüber auf den Renato Steffen. Auch er noch frisch eingewechselt worden. Dann probiert er den Doppelpass mit Dimitri Oberlin und bleibt hängen in der Hintermannschaft. Luca Zuffi kommt aber helfen, erobert den Ball zurück. Und dann gibt es einen Foul von den Luzerner und einen Freistoß für den FC Basel. In der 86. Minute, also der FCB scheint das alles im Griff zu haben. Wobei der Mirko Salvi hat sich vorher also schön zweimal können. Ja, zwei, dreimal können schön. Also braucht, dann einmal also durch den Strafraum geflogen. Ich würde es gönnen, dass er auch noch die eine oder die andere Parade ja, ja. zeigen und sich auszeigen. Zeigen, dass es kann. Das ist ja noch schön für ihn. He? Das ist auch wichtig, dass man dann... Pech gehabt beim ersten Goal, kann man nicht viel machen. Es steht nicht immer so, wie, so viel Zeit vorne, es ist aber wirklich gerade dümmst möglich abgelenkt worden. Und jetzt der Freistoß, Dimitri Oberlin ist dort der, der sich den Ball geleckt hat. Was jetzt kommt der Suchi für 5 Minuten. Mit Direktschuss. Oberlin zieht direkt ab, aber kein Problem für den Jonas Omlin. Wie sage ich ihm so schön, René, direkt aufs Männli. Jetzt kommt der Marek Suchi, um den Sieg festzuhalten, respektive zu verteidigen. Oh, schau, jetzt da zeigt der Tafel viel besser. Aber die falsche Werbung getroffen. Das andere haben sie beklebt mit der Werbung vom Schweizer Cup. Ja. Und der kommt rein für den Oberlin. Der Marek Suchi. Jetzt betoniert er ihn. Ja. Macht er dicht. Macht er die Schotten dicht. Fast ein bisschen Urs Fischer-mässig. Ja. Der Raffi macht die Schotten dicht. Und Zürich hat es 2-3 gemacht. Oh ja, da geht noch mal etwas. 5 Minuten vor Schluss, 2-3. Ja. Uiuiuiuiuiuiui. Ich kann ja nicht Werbung machen für einen anderen Match, aber das ist sicher auch noch spannend. Ey, sollte der nicht offside? Doch, sieht fast so aus. Wenn auch ein Ball ankommt, ist natürlich die Frage. Nein, ist nicht der. Ist da Winter. Wo ist der Goalie? Ja, da hat so einen auf Pannenolli gemacht. Halb raus, halb nicht raus. Oliver Recken. Weder noch. Hä? Ja. Also, 87 Minuten gespielt hier im Jockeli 2-1 für den FC Basel vor 7700 Zuschauerinnen und Zuschauern bei einem Cup-Viertelfinal. Man kann darüber diskutieren, es ist kalt, es ist unter der Woche. Es ist trotzdem schade, weil ja, für ein Viertelfinal hätte vielleicht der ein oder andere noch mehr können den Weg finden ins Jockeli. Können wir vielleicht dem FC Basel auch überlegen, will man das irgendwie abändern, dass man bis zum Viertelfinal mit der Saisonkarte am Match gehen darf oder so? Nein, das geht doch nicht. Wieso nicht? Gott wieder teilt, das ist völlig eine andere Rechnung. Ja, aber dann muss ich halt irgendwie so Special Prize machen. Weißt du, hey, Special Friend, weißt du? Ja, natürlich wird es teilt. Das wird dann ein bisschen kompliziert. Ja, natürlich wird es kompliziert, aber kannst du sagen, okay, wir verlangen halt nicht so viel. Wobei dann sagt Luzern, wird's noch kompliziert. So Ramschpreisen wollen wir dann auch nicht. 88. Minute, immer noch 2-1 für der FCB. Zweimal lang und schürpft, Goalschütz in diesem Spiel. Es passiert wenig, das ist uns recht. Es ist immer noch ein bisschen so, dass Luzern nicht wirklich viel mehr kann und der FCB nicht wirklich viel mehr macht. Jetzt ein Foul von Cedric Itten, Freistoß für Luzern, gerade bei der Mittellinie bereits ausgeführt, allerdings zurückgespielt. Das verstand ich jetzt auch nicht unbedingt, jetzt würde ich nur noch lange Bohnen errichten. Ja, und dann erst noch Foulpass. Also spätestens nach dem Angriff und dem Foulpass habe ich jetzt also keine Angst mehr. Ich glaube, ich kann langsam ab. Jetzt schauen wir noch kurz voraus, René, am Samstag auswählen. Oh, letzte schöne Balleroberung mit dem Taulat Chaka. Geht mit grossen Schritt Richtung Goal vom FC Luzern. Nochmal ein Hocken, dann wird er wieder zurückgehabt. Dann geht es über den Cedric Itten. Der ist noch um 16er, läuft jetzt in den 16er rein, bringt den Ball in bitte. Aber dort der Jonas Omlin. Lausanne auswärts und die IB muss im Berner Derby auswärts zu tun. Da wäre vielleicht auch noch schön, wenn die wieder Punkte abgeben dort. Dann wäre die ganze Woche perfekt eigentlich vom FC Basel. Weißt du, ja, Punktverlust von IB. Wichtig ist dann vor allem Lissabon. Ja, natürlich, das ist ganz klar. Ja.
89 Minuten sind durch, hier im Joggeli. Basel 2, Luzern 1. Wir warten auf den Schlusspfiff und darauf, dass wir ein Höckli machen können hinter dem Viertelfinal. Dann wären wir für das Halbfinal qualifiziert. Das ist dann Ende Februar oder am 1. März 2018. Jetzt lange Befreiungsschlag vom Marek Suchy. Mit der Einwechslung vom Suchy hat man dann auch das System wieder gewechselt. Hat eine Dreierabwehr mit dem Lang und dem Riveros, die sich zurücklöhnen fallen jetzt, und dann eine Fünferlinie machen. Ich hoffe, wir sehen uns nicht. Ja. Los jetzt, ich lasse das Zeug da oder kommst du es holen? He? Ist das gut? Pressierst du ein bisschen? Aha, dann sehen wir uns doch noch, aber nicht für die Verlängerung, sondern zum Taschen. Ich warte oben in der Wärme. Ja, ist am besten. Im Medizenter? Ja, das ist am einfachsten. Also, sehen wir bis uns unter der Wärme hoffentlich. Ja. Nicht wieder da, gell? Nein, da will ich die heute nicht mehr sehen. Ja. Ich will die nicht mehr sehen. Ich hätte die gerne können, aber nein, ist okay. Bis nachher. Ja, bis nachher. Schauen wir mal, 3 Minuten Nachspielzeit gibt es vom Schiedsrichterassistent auf der Seite angezeigt. 3 Minuten also noch, wo der FC Basel muss schauen, dass sie hier hinten in sauber bleiben können. Weil eben, wie gesagt, eine Verlängerung wollen wir definitiv nicht. Zweimal Michael Lang, einmal Pascal Schöpf und jetzt die Kontermöglichkeit für den FC Basel mit dem Cedric Itten. Der bringt den Ball in die Mitte Richtung Elionussi, der kommt aber nicht am Ball an. Dann kommt der Rivero, der mitgelaufen ist auf der linken Seite am Ball. Bringt den Flankenball in die Mitte und wieder der Elionussi, der fast am Ball ankommt. Der Rivero macht das dann ganz clever. Lot den Ball aus den Kollern, geht den Einwurf. Für den FC Basel. 30 Sekunden schon durch von dieser Nachspielzeit. Also noch 2,5 haben wir, wo wir ihn durchheben. Gegen den FC Luzern, respektive die Innerschweiz. Wir haben nur noch gut 2 Minuten zum Goal-Erfolg zu kommen. Jetzt gibt es Abstoß beim Goal von Jonas Omlin. Der ist natürlich jetzt präsent und jetzt werden sie alle führen stürmen. Spieler vom FC Luzern, vor allem auch die Grossgewachsenen. Jetzt kommen die langen, hohen Bogenbälle, wo dann sie Stürmer oder auch die aufgeguckten Defensivleute probieren, den Ball zu erobern. Jetzt der Balanta, der den Ball gewinnen kann. Losiert der Renato Steffen, der mit grossen Schritt läuft. Allein richtig Goal vom FC Luzern. Der Steffen nochmal mit dem Hocken schießt. Oh, Glanzparade vom Jonas Omlin. Also eine grosse Chance für den Renato Steffen. In der Mitte wären noch der Itten und der Elienussi mitgelaufen. Aber der Steffen muss den Abschluss fast allein nehmen. Dann kommt nochmal der FC Luzern. Mit grossen Schritten probieren sie natürlich jetzt auch nochmal etwas Gefährliches zu fabrizieren. Der Schürpf an der Mittellinie mit dem Ball findet keine Anspielposition. Dann kommt der Ball ins Zentrum rein, nochmal retour zum Pascal Schürpf. Also Kollegen aus Luzern, ich will euch nicht nachtreten, aber jetzt müsste der Ball mal richtig Goal vom FC Basel kommen, wenn du noch etwas wollt, fabrizieren willst. Der Ball kommt dann hoch, da Kanji dort aber auf dem Posten, dann der lange Ball vom FC Basel Richtung Cedric Itten, der kommt nicht den Ball an, weil Pascal Schürpf das gut macht, rund dort auf, nochmal kommt der Ball zum Siedler auf die rechte Seite vom FC Luzern, der hohe, lange Ball, aber zu hoch aufs Goal trampt und darum kein Problem für den Mirko Salvi, der Siedler dann auch noch mit Krampferscheinungen. Der Verteidiger vom FC Luzern hebt sich an der rechten Wade, humpelt dann weiter auf dem Feld um, Ball beim Mirko Salvi hinten. 1,5 Minuten sind sicherlich schon durch von dieser Nachspielzeit. Also eine gute Minute haben wir noch, wo das Spiel wird laufen. Der Ball landet dann mit einem langen, hohen Ball Richtung Riveros, der aber zu lang timet und dann kann der Omlin übernehmen. Der FC Luzern jetzt im Ballbesitz beim Siedler, der kann auch nicht mehr richtig laufen. Warum spielt man den an? Ich könnte mir jetzt fragen aus Sicht vom FC Luzern. Es läuft die letzte Minute vor der Nachspielzeit. Ball hinten beim Goalie von Luzern. Der bringt ihn jetzt hoch und weit führen im Platzhälfte vom FC Basel. Und das ist der Schlusspfiff vom Schiedsrichter Sandro Schero. Der FC Basel steht im Halbfinale vom Schweizer Cup. Gewinnt mit 2:1 gegen den FC Luzern, zweimal durch Michael Lang. Zuerst bringt dort die Rot-Blaue in der 14. mit 1:0 in Führung. Dann der zwischenzeitliche Ausgleich von Pascal Schürpf. Ein abgelenkter Schuss, abgelenkt von Michael Lang, unhaltbar für den Mirko Salvi. In der 52. macht dann der Lang seinen zweiten persönlichen Treffer zum 2:1 Schlussstand. Geht Halbfinale, wie schon gesagt, entweder am 28. Februar oder am 1. März. Das werden wir dann sehen. Auslosung wird es dann auch noch folgen.
Wir werden dann irgendeinen glatten Gegner zugelost bekommen und dann werden wir sehen, was der FC Basel macht im Cup-Halbfinale. Zuerst aber noch am Samstag Auswärtsspiel in Lausanne. Dann haben wir auch noch Champions League auf dem Zettel. Und es wird nicht langweilig in diesem Sportherbst mit dem FC Basel. Das alles wie immer live auf barfi.ch. So auch dann am Samstag, am 7. live aus Lausanne. Das ist gesehen. Heute oben mitgefroren für Sie an der René Häfliger und der Pascal Fluri. Wünschen eine gute Woche. Bis zum Wochenende, dann live auf barfi.ch.